Das ist einmal was. Und ich denke, ich weiß halt nicht. Den Biotracker, Den brauchen wie wir. häufig haben wir den letzten Mal genommen? Also klar, für die ersten Läufe brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Einfach damit wir wissen, wo sie sind, das ist schon wichtig. Na gut. Also ich finde, Biotracker ist eigentlich ein Must-Have. Und ich Ja, kann wirklich wenn nur wir empfehlen, dass ihr anfangen. die Pistole nehmt. Das ist echt so ein gutes Ding. Ja, ich habe die Pistole. Und ich habe Sniper. Der Sniper hat uns letztens auch den Arsch gerettet, jetzt bei der letzten Welt, Ich weil da bleib war ich so. die. Mit dem Sniper tue ich nur die Giganten töten, weißt du? Und dann reicht ein bis zwei Schüsse. Ja, ich stelle mich halt, was ich immer mache, ich nehme die Combat Shotgun, stelle mich an der Ecke und warte immer, dass die, also am besten halt irgendwie auf so einer Treppe an der Ecke, weißt du? Ja, Und ich weiß. warte immer, dass die direkt vor mir aufploppen, dann nehme ich einen Schuss und sind sie tot. Ja, da kannst du aber auch Nahkampf verwenden, wie gesagt halt. Nur wenn du Ja, halt große Gruppen hast, ja aber nicht, wenn es klar. auf einmal 8 Stück sind. Das ist klar. So, los geht's. Oh. Aber ich hab's auch gestern noch mal Luca gesagt. Also ich war ja so felsenfest bis zum letzten Raum überzeugt, dass wir das verkacken. Weil wir so viel ständig ums Leben kämpfen mussten. Ja, Luca hat uns Weil einmal gerettet, ich habe uns einmal gerettet. Und am Ende Luca und ich einfach bis Gott weiß wo zurückgerannt, uns da verbarrikadiert und dann alles weggeratzt. Also Luca und ich, wir haben echt einen guten Job gemacht. Also ihr natürlich auch, aber wir haben uns da wirklich, glaube ich, ziemlich den Arsch gerettet. Husten war der, Husten sage ich schon. Trinken war der Entertainer. Wieso Entertainer? Leberwurst. Ach. Erdbeerkäse. Arm, oder? Schinken 1, 2, 3. In Leberwurst sind Vitamine, in Schinkenwurst, in Fleischwurst. Schinkenwurst hat viele Vitamine. Stimmt, Luca kennt es ja noch nicht. Nee, kennt er nicht Woher am denn? Anfang. Ja, wir waren ja schon mal einmal hier dran, wo du Ach. Rage quittet bist. Ja, wo du Rage quittet bist, waren wir einmal hier dran. Toll. Aber nur ganz kurz, also wir sind hier nicht sneaky gegangen, wir sind einfach nur durchgegangen, alles abgeballert. Ich habe einen Repeller. Was ist Repeller? Fog Gelbe Repeller. Nebel. Den können wir auf der Map gut gebrauchen. Aber verbraucht er sich? Ja, Ja, der verbraucht hast sich. zwei Aufladungen. Alex ist noch nicht so ganz da. Läuft einfach aufs Feed. Oh! Gehst du unten lang, jetzt Mein oben lang? Gott! Wie er rumschreit! Halt die Fresse, ich hab mich erschrocken, oh nein. Du hast einen aufgeweckt. Ich? Warum ich? Nein, Alex. Oh, unten. Ja. Hätte nicht gedacht, dass der wach wird dadurch. Hier ist eine Leiter. Was ist denn Objective? Find Right with Ach so. Glasses. Luca, Biotracker. Komm mal nur. Objective ist wie beim ersten. Oh. Ja, viele halt, ne? Viele halt. Okay. Ey, die Anzahl bringt niemandem was. Es ist halt, es sind ein paar Doch. da. Nicht so viele. Drei Stück hier vorne habe ich gesehen. Da ist Viele okay. halt! Wie viele sind es denn? 3 Stück. Und hier links? Sehr viele halt. Wir machen einfach eine Definition. Viele, nee, ein paar sind maximal fünf und viele sind alles, was darüber liegt. Und das sind jetzt da hinten in dem Raum sind sieben oder acht. Lass erstmal da hochgehen. Ich hasse den Nebel. Unter uns ist einer. Das Alarmtür rechts.
So, jetzt sind sie nur noch unten. Boah, hier sind zwei Stück. Im linken. Ah, nein. Luca, du musst den mittleren machen, du musst links machen. Okay, aufladen. Auf drei lassen wir los, ja? Okay, und jetzt hauen wir. Okay, sind alle wach. Okay, zurück. Mach die Tür auf. Mach die Tür hinter mir. Mach sie zu. Geh durch, mach die zu. Boah. Okay, Minen an die Türen legen, keine gute Idee. Okay. Ja, das ging aber. Ich habe nicht viel Leben verloren. Ich habe relativ viel Leben verloren, aber es ist akzeptabel. So, ich guck gerade mal. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist ein Terminal. Das ist gut. Dann mach mal Query nach der HSU. Hä? So. Falsch gedrückt. Welche Query? Nein, hier sind doch noch welche. Oder einer. Welche Nummer? 114. 114. Ah, jetzt ist Luca drin. Query HSU 114. Wie wird denn Query geschrieben? K. Du bist doch in Query? Nee, K-U-E-R-Y. K-U! Junge! Q-U! Ich. Ja, ist das nicht so richtig? Nein. Zone 21. Ich habe unten in den Chat geschrieben, wie es geschrieben wird, so wie Lukas gesagt hat. Zone 21. Hier, Zone 17, Passages to Security Zones 21. Haben wir alles? Hier ist eine Tür. Ich höre irgendwo noch was rumgluckern. Ich habe Granaten gefunden. Wer ist hier durch die Tür gehen? Hier ist einer. Sleepers, don't make a sound. Wo seid ihr? Wie seid ihr da hingekommen? Oben lang. Ach, hier, okay. Alles ist hier groß, ey. Wir sollten Rollen festlegen. Vielleicht. Luca ist der IT-Mann, der die Befehle falsch schreibt. Die nicht öffnen die Tür? Wir müssen erst Security. Hier brauchen wir einen Key. Willst du doch hier oben erstmal machen? Das ist nur ein Dings ohne Alarm. Ich hätte mit Alarm gesucht. Wir können ja schon mal einfach nur den Scan machen. Wir müssen den ja noch nicht aufmachen. 7-8 Stück. Das ist Zone 19, da müssen wir gar nicht hier rein. Ist der Key. Ich finde es halt. Naja. Was denn? Immer was wenn. Denn? Immer. Ist gut. Es reicht. Sag deine Beunruhigung oder deine Meckereien, dann können wir darauf reagieren. Bitte. Immer wenn jemand sagt, da ist ein Computer, renne ich zum Computer und immer steht schon jemand anders beim scheiß Computer.
Wie gestern auch, oder wann das war. Hier ist nichts, oder? Hier waren wir oben schon. Er hat uns eingesperrt. Okay. Ich sehe nichts. Ja, hier ist ja auch nichts. Wo müssen wir? Dann gehen wir zur Security. Wir haben hier insgesamt noch zwei Kisten. Habt ihr diese eine Kiste hier? Die ich markiere. Wo? Auf der Map. Wenn die geöffnet wäre, dann wäre sie ja anders dargestellt. Nein, ist nicht, weil die hier hast du auch aufgemacht, die ist auch genauso. Das ist ein Schrank hier. Das hier dürfte ein Schrank sein. Ich habe hier in der Nähe einen Schrank geöffnet. Aber ja, das sind zwei Schränke. Der Schrank ist oben, Leute. Ja, den oberen habe ich geöffnet. Der das kann hier nicht einer... sein. Da kann man und gar nicht unten hinlaufen. Unten habe ich auch einen geöffnet. Dann brauchen wir nicht noch mal den Schrank zu. Ich gehe jetzt dahin. Ich schon zwei Schränke aufgemacht hat. So, dann gehen wir durch die Security-Tür, oder? Bin schon da. Das ist halt voll knifflig hier, dass du hier so zwei Ebenen hast. Scan. Hat er schon 7-8 Stück. Hast du. Sehr viele. Und ein Tadel. Direkt rechts ist auch einer. Und nee, vorne ist ein Tadel. Kein Nebel. Ja, Tadel. Ich mach den linken tot. Aufladen. Keiner aufgewacht. Da rechts ist noch einer. Rechts sind zwei Stück. Luca, machst du den vor uns direkt? Der jetzt gerade leuchtete? Werden immer nur schlagen, wenn er nicht leuchtet, oder was? Okay, aufladen. Und 3, 2, 1, los. Du kannst jederzeit. Du musst einfach aufladen. Voll aufladen und draufhauen, wenn er egal ist. Und halt auf den Kopf immer zielen. So. Moment, Hadius. Da vorne steht noch einer. Soll ich den Sniper gleich dann wegschicken? Da ist noch einer. Ich würde sagen, wir versuchen die Viecher so viel wie möglich zu töten und dann tun wir dann einfach mit dem Sniper die wegschicken. Aufgeweckt. Oh. Und zurück. Am besten hier links in den Raum. Das war rechts. Ne, raus und dann links. Kommt ihr? Ja. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Haben wir jetzt nicht wieder den Fehler mit der Tür gemacht? Ne, ist aber weit genug weg. Hinter uns. Hier unten sind 3 oder 4 Stück. Oh, es kommt großer. Wow, ja, die haben mich durch die Wand bekommen. Aber warum werden die manchmal nur aus der Nähe wach und manchmal von über den halben Raum?
wenn das Herz schlägt, dann haben sie eine viel höhere Range. Das heißt, in dem Moment musste er sein Herz geschlagen haben, als du den getötet hattest. Mein Kollege hat heute Jeff ziemlich gefickt. Wieso? Wen hat er gefickt? Mein Chef. Sein Chef. Mein Kollege hat seinen Chef gefickt. Ja. Und zwar musste der, ist der morgen bei einem Termin und der hatte wohl irgendwie um 16 Uhr den Kunden angerufen, weil der Kollege musste da irgendwas noch aufspielen, damit der Chef morgen den Termin richtig machen kann. Und dann hat er, haben die wohl gesagt, ja, wir haben jetzt noch keine Zeit für das Aufspielen, das geht erst in anderthalb Stunden, also erst um kurz vor sechs oder so. Und der Chef hat dem Kollegen das nicht gesagt. Und der Kollege wollte dann um fünf gehen, der fährt auch mit der S-Bahn, also der muss... Oh, shit. Ist ja noch einer. Ich hab nicht mehr Leben verloren. Oh, da ist noch einer. Der muss pünktlich weg. Also ist er dann um 5 zum Chef, hat sich verabschiedet und der Chef sagt dann, ja wie? Das muss fertig sein bis morgen. Und dann hat er gesagt, nö, mach ich nicht. Ich fahre jetzt heim. Wenn Sie wollen, dass ich länger arbeite, müssen Sie es mir schon früher sagen. Ja, da gab's Beef. Sein Chef denkt auch immer, jeder arbeitet nur für die Firma. Richtig. Und der Typ reißt sich schon den Arsch auf, aber... Ich gehe unten lang. Ich bin ja nicht unschuldig, weil ich ihm so ein bisschen gesagt habe, wie der andere Typ gelitten hat, der Vorgänger. Deshalb, ja. Also ich gehe unten lang, gell? Ja, wenn Lukas scannen würde und sagt... Ich hab gescannt, da ist nichts. Wenn da jetzt einer ist. Glück gehabt. Links sind welche. Jetzt hat man nur noch angeguckt und nichts mehr gesagt. Du bist ein Rave. Hier sind welche. Aber oben. Hör mal auf damit, ich werd wahnsinnig! René! Alter! Krieg Epilepsie, Mann! Hier kann ich nicht mehr weitermachen. Kommt zu euch. Das ist, ach, das ist wieder die Tür, wo wir waren, ne? Eben, ja. Wo eben verreckt sind, ja. Zwei Stück. Luca, wo nimmst du den Link? Ja. Hoffentlich klappt's. Bist du ein? Ja. Okay, bei drei hauen wir. Er hat schon gehauen. Wollen wir da hinten die Typen überhaupt holen oder lassen uns einfach da stehen? Wir holen die schon. Aber später würde ich sagen, unten sind viel mehr. Ja, wir gehen einfach hier durch die Tür und gut ist. Wenn es dann eskaliert, ist hier alles scheiße. Ja, dann haben wir halt gelitten, da sind wir halt selbst schuld. Wir probieren es einfach mal. Probieren wir die Überstudie. Wenn da ist, ist alles gut. Licht an. Keiner da. So, ein Tadel. Rechts sind drei Stück. Wo ist ein Tadel? Ich hab's gehört. Ich hab auch gehört. Soll ich schlagen? Schlag drauf gleich? Nee.
Wieder nicht, ja. Ah, jetzt ist er aber. Abstimmen, Leute, das ist doch. Und alle wach. Nicht so schwer. Alle wach. Es ist doch nicht so schwer. Oh, Alex, warum hast du denn jetzt schon gehauen? Sorry. Die sind noch hier am Schlafen, aber. Komm, komm, komm rein hier. Wie sieht's bei dir aus, René? Ein Haufen Gegner? Ah, wir können uns eigentlich abhaken. Komm, komm, komm. Ah, shit, da unten schießen die auch. Ja, das ist... Kannst du abhaken. Oh. Aber dieser Tattel ist eh ein Problem. Wie soll man den kriegen? Ey, scheiße. Warte, Alex hat geschrieben, wir machen jetzt zwei Runden. Die zwei Runden sind vorbei. Wir machen noch mehr Runden. Return all prisoners to lobby. Also der Mind Deployer mache ich raus, der ist Schwachsinn. Brauchen wir nicht. Das sind viel zu große Räume dafür, dass ich den Mind Deployer benutzen könnte. Dann nimm Sentry. Nimm mal eine Shotgun Sentry. Theoretisch, man, ich nehme einen Form-Launcher. Ich nehme einen Form-Launcher für Tuttle. Wir wichsen ihn voll, dann ist er eingefroren, dann kannst du mit deinem, was auch immer drauf ballern. Wenn die Viecher alle weg sind. Sofern. Wir müssen den mit dem Nahkampf kaputt machen, weil der Vorwaffe dürfte das Eis sofort wegmachen. Ja, dann hauen wir halt drauf, aber trotzdem wichse ich ihn erstmal voll, dass er eingefroren ist. Ja, alles gut. Ist schon okay. Du kannst Wichse machen warm, du kannst Wichse machen kalt. Willst du irgendwas fressen dann morgen im Kino? Hä? Isst du irgendwas, Popcorn, irgendwas im Kino? Morgen? Nein. Schon was zu trinken, aber Popcorn nicht. Ja. Ich muss nur für mich trinken holen und für Martin noch trinken. Naja, ich hab ihm das letzte Mal das Kino bezahlt, dann hat er mir das Geld noch nicht gegeben. Dann haben wir gemacht, dass ich mir ins Kino gehen bezahlt, er hat für mich den Eintritt. Was kriegst du denn eigentlich von mir? Ich krieg gar nichts von dir, man muss Martin fragen. Achso. Martin hat die Karten gekauft. Der Martin, den habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Weißt du jetzt erst, dass wir mit Martin eingehen? Ja. Alter. Ja, ich höre manchmal nicht richtig zu, was du redest. Ja, du bist ein Arschloch. Oh, Großteil gleich. Ja, ich hab Formgranaten. So, wir wichsen erstmal direkt vollen Horn drauf. Das machst du gerne mit dem Wichsen. Ne? Da rechts ist noch einer neben dem. Und sie sind... Werf die Granate drauf. War halt gut. Juckt halt nicht, wenn er wach ist. Wir können eigentlich neu starten. Jetzt ist er eingefroren, weißt du? Ja. Also habt ihr AP verloren? Ja. Ja, aber es ist noch. Ich habe 60% verloren und mein. Ekligsten Maßen.
Ja, ich musste da vorne erstmal vier Viecher töten. Scheiße. Ja, wir haben wieder unseren großen Plan. Wenn wir nur direkt einen Weg versuchen wollen, weißt du? Wieder vorm Granaten. Mit. Ja klar, ich mitgenommen. Was hier links dann lang laufen? Hör doch auf rumzuwichsen, wenn du wach bist, schläfst. Die träumen alle schlecht, deswegen sind die ganze Zeit so. Die Träume von Benjamin Blümchen. Benzinblümchen, bitte. Und wer hatte sich nur von Benjamin Blümchen, der Neger, in meinen Film? Ja. Meistens, lustigerweise. In so alten 70er-Jahre-Filmen haben die Schwarzen immer so ganz so tiefe Stimmen. Und ganz komische Lachen. Hier ist wenigstens nichts diesmal. Weißt du, was wir diesmal was wir vergessen haben, das letzte Mal auch schon? Hm. Hinter der Tür sind welche hier. Zu scannen, wo der HSU ist. Ja, das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Warum? Weil es der einzige Weg ist. Was ist überhaupt HSU? Das ist die Hydrostasis Unit. Also eine DNA-Probe, ja. Also in dieser Hydrostasis Unit ist die DNA-Probe. Okay. Da so. Vorne ist er wieder. Unser Freund. Hier vorne ist nichts diesmal. Lüftet. Links. Nur vor uns. Und unter uns. Und unter uns, scheiße. Gut. Achtung, nicht bewegen. Ach, der ist okay. So weit weg. Nee, unten hast du. Oh! Okay, aufpassen, der fällt mal runter. Oben blinkt einer. Ja, ja. Unten leuchten so. Hier sind sehr viele auf einem Fleck. Lass runter gehen, oder? Da wo du jetzt bist. Hier sind vier Stück oder so. Ja, einen Moment warten. Die werden immer nacheinander wach. Ihr Wichsviecher! Luca, laufen schon mal zu denen nach vorne, dann gleich, wenn der dann nicht mehr leuchtet, einer. Es sind jetzt nur noch drei, die machen wir gleichzeitig zur Sicherheit. Ich gehe auf den hinteren links und ihr zwei macht den vorderen, okay? Oh, ich weiß schon, was beim hinteren. Lass mich zum hinteren gehen. Stopp! Lass mich auf den hinteren. Okay. Luca, du nimmst den vorderen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was vor. Gut. Sind die wach? Guck auf die. Nein, links. Ist nichts wach. Ich weiß nicht, warum die wach geworden ist, das Viech. Was vorne und hinten ist, ist immer Sicht des Betrachters. Das wo wir drauf gucken, von wo wir drauf gucken, ist vorne, was dahinter ist, ist hinten. Key Black. Sehr gut, den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ne, brauchen wir nicht. Also stand jetzt noch nicht. Ja, die Tür hinten, oder? Oder meinst du, wir haben nicht sogar zwei Sicherheitstüren? Zu der brauchen wir eigentlich gar nicht. Hier vorne ist ein Computer. Und dann ist es locker.
Ja, die drei müssen auch auf jeden Fall gleichzeitig ausschalten. Das sind sogar vier. Luca, du, René, du machst den hinteren? Stimmt, den ganzen den rechten. Luca, Alex Mitte, den Luca links. Nö, der Luca kann ruhig die Mitte nehmen. Ja, da läuft einer. Oh! Wir warten. Und wir rennen. Wohin, nach links? Ne, links sind welche. Alter. Komm, hier aus der Wand. Okay, jetzt war noch einer. Gut, sieht eigentlich nicht so schlecht aus gerade. Von hinten kommen sie, weil irgendjemand hinten rausgerannt ist. Luca. Kommt mal hier runter zu mir. Ja, kommt runter zu mir, sonst schafft ihr es nicht. Medikits haben nicht keine mehr. Die schießen auch von oben nach unten. Tun sie nicht. Man sieht hier halt nichts. Ich hab ja alles vollgewickelt, also die werden erstmal gestunt, wenn sie reinkommen wollen. Bleib von der Scheiße auf dem eigenen Weg. Au. Ich seh halt nichts, ich seh die Decke. Großer, oh, großer. Großer, ja. Ah! Ich werde den gleich einwerfen. Ja, die schießen von oben nach unten. Er ist eingespammt. Ah ne, doch nicht. Tot. Ist nicht tot. Alex ist tot. Achso. Muss hoch und rushen die tot. Gleich wieder voll in die Fresse bekommen, ey. Oh, sind hier viele. Warum hängen die da alle hinter der Wand? Rechts über dir, Luca. Oh. Okay. Wir haben es, aber das war mehr als Katastrophe. Sentry ist leer. Hier sind viele Kisten. Wir können jetzt den Raum aber hinten auch noch klären, der ist bestimmt auch so gut wie leer. Der dürfte leer sein. Oh, geil, eine Long Range Flashlight. Oh ja, ich auch. Ja, Luca, such mal nach 501. 220. Ja. 220? Schon mal näher als Zone 21. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob wir hier Kisten finden, oder? Ja, bin ich dafür. Hier ist dann der Key drin. Oh, hier unten sind noch welche! Viele oder kommst du nicht klar? Einer, ich hatte aber keine. Ja, es war nur eine. Das kam der Schrei von mindestens vier. Für einen. Ich hab nur eine Tour gefunden. Hier hinten sind auch noch. Wo sind welche? Nee, hinter der Wand scheinbar. Also hier sind zwei Drohnen wieder. Hat jemand die hier? Ich markiere. Moment. Ich habe gar keine Truhe aufgemacht. Ach nee. Hab ich nicht.
Die Tür ist mit Alarm, da gehen wir mal rein. Die ist gemacht, die Tür. Die Truhe. Gut, wir können. Dann würde ich sagen, oben weiterlaufen, oder? Wenn hier unten Alarm ist, wir werden jetzt noch keinen überleben. Wir werden auf jeden Fall keinen Alarm überleben, weil ich keine Munition mehr habe. Werde ich mal eine neue Welle überleben. Okay, dann wieder konzentriert. Ich glaube, hier ist Inventari. Ja, glaube ich auch. Wenige. Was, wenige? Ja, nicht viele hinter der Tür. Achso. Also du bist noch gar nicht da. Nein. Ich dachte, du meinst, dass du nicht denkst, dass da immer ein Tadel spawnt. Achso, nee. So, hier ist Tür zur Zone 21. Direkt neben dir, Alex. Key Blue braucht man. Wie geil das hier aussieht. Boah. Zone 20 hier links. Müssen wir da nicht hin? Ja. Ist schon sehr geil gemacht. Da oben ist ein Schrank. Was müssen wir hier machen? Grüner Schlüssel brauchen wir. Folgen wir mal dem René. Ich kann in dem Computer gucken, wo wir den grünen Schlüssel finden. Mach mal. Alex, merk dir mal was für eine Nummer. Okay, Green 803. Ich gebe mir alle Tool Refills, okay? Zone 22 ist der Key. Schönen großen. Fog Repeller. Hab auch einen Fog Repeller. Das wir gerade am wenigsten gebrauchen. Noch ein Fog Repeller. Da unten schmeißt eine Tour. Der große ist hier unten. Also keine von den Türen hier gehen zur Zone 21 oder Key. Nee, ist doch okay. Sind wach, scheiße. Der Großer ist auch wach. Ich hab'n Ammo-Pack, ich hab'n Ammo-Pack. Du hast Munition? René? Ja, ist ja nur 10% Leben. Ja, ich hab auch nicht mehr viel Munition. 10% Leben. Immer zurückziehen, wenn ihr Leben verloren habt, wenn ihr unter 20 seid, weil wenn ihr unter 20 seid, regeneriert euer Leben langsam. Oh, immer noch nicht tot. Scheiß auf mich, Mann. Nein. Wir müssen die Zeit nutzen. Okay, das war's. Okay. Also nochmal. Zone. Was habe ich gesagt? Zone 22. Stimmt, ja. Genau, und hier steht, man kann zur Zone 22 gehen. Durch die Tür da. Liebt mich. Liebt mich, ja. Hm? Was denn? Er hat Leben. Oh. Luca, bleib oben, komm her. Aber erstmal wieder alle 40, das ist schon mal gut. Dann müssen wir jetzt hier rein. Kannst du mal scannen? Oh nö, mit Alarm. Waren wir hier schon überall?
Ja, glaub schon. Warum steht er oben, dass wir nach Zone 20 müssen? Weil er das HSU. Weil der HSU ist da. Okay. Hast du Form? Du hast doch einen Former, oder? Ich hab keinen Former. Sechs. Was hast du? Also ich hab einen Former, der ist leer. Einer direkt vor der Tür und ansonsten noch fünf Stück weiter hinten. Ja, aber ist halt Alarm, ne? Ja. Und ich stell andere... die Sentry auf der rechten. Wir haben doch noch die andere Tür vorne, gegenüber von dem Zone 20. Da ist Blue Key, geht Achso. nicht weiter. Achso. Ja. Wie wär's, wenn wir uns dann... Ne, hier oben ist scheiße, da snipen die uns. Wir müssen gucken, dass wir einfach nur schnell möglichst die Dinger wegkriegen und dann müssen wir gucken, wie wir halt weiterkommen. Ich glaube, ja. Wir können da keinen Plan machen eigentlich. Dann... Entweder wir werden überrannt oder wir schaffen's. Komm, dann lass probieren. Komm her, komm her! Ja, jetzt ist noch nichts. Erst wenn das Ding durchlaufen ist, dann geht Alarm an. Alarm ist ja jetzt schon. Oh, stimmt. Oh mein Gott, wie viele Punkte. Einer geht runter. Noch weiter! Danke. Unlocked. Unlocked, okay, hoch. Oh shit. Das sind nicht viele. Ja, okay. Kannst du mit deinem Scanner markieren? Ja. Ja. Noch ein paar mehr. Abend. Hi. Das ist aber nicht 20 Uhr. Ja, ist aber noch schneller. Musst du noch in die Kirche? Nein, eigentlich soll, kommt hoch, kommt ich, hoch. Hier eigentlich wollte ich heute Abend mit meinem Vater weg. Bitte nicht mein reden. Vater hat jetzt. Bitte nicht reden. Wir sind gerade hier am eskalieren. Alles gut, ich bin still. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt darfst du reden. Okay. Ja, eigentlich wollte ich heute Abend mit meinem Vater weg, aber mein Vater seiner Freundin jetzt nicht gut, deswegen hat er abgesagt. Hat jemand... Das war auch der Grund, weshalb ich heute Abend nicht kommen konnte, normaler. Hat jemand vielleicht ein Ammo? Oh. Nee, wir haben keine Ammos. Ammo-Pack bräuchte ich auch. Ich sag dir, der steht direkt vor der Tür. Wenn wir durch sind mit dem Run, kannst du dazu kommen. Ich nehme den linken. Ja. Er nimmt den linken, alles wach. Also Schinken, du kannst ja gleich dazu kommen. Shit. Alex hat jetzt schon das 8. Mal aufgeweckt heute. Entschuldige. Nicht Alexa! Das weiß ich leider nicht. Na, jeder hat seinen schlechten Tag. Oh. Ah, das ist schon viel. Fuck. Das sind ja nur Scharfschützen. Ja, es sind halt so 10 Stück oder so, die hier stehen, ne? Das kannst du abhaken. Alter, das ist schlimmer als ein MG42 aus dem Toten Weltkrieg. Also, Marcel, mach dich darauf gefasst. Ich stand schon mal geht dringend jetzt. Einen Teddy töten. Ich hör gleich mal. Vielleicht mein Essen her. Essen hört sich gut an. Weiß ich beim Zocken. Was hast du zu essen, René? Oh, der war saftig. Alter. Was hast du zu essen, René? Ich dachte gerade, er wäre fake gewesen. Nee, der war echt. Ja, das ist normal, das ist Standard bei ihm. Permanent. Ich mache mir jetzt Ofenkäse. Oh, wie geil. Also ich hatte gerade recht, ich leck gerade Hawaii.
Dann sage ich 19:30 weitermachen. Ja, wir müssen nicht aufhören, oder? Schlägt den jetzt in den Ofen, muss nur mal kurz zwischenzeitlich das Ding aufschneiden und dann bin ich wieder da. Ich habe einen McDonald's-Salat. Ah, okay. Dann würde ich sagen, mach jetzt einfach mal eine Fresspause bis 19:30. Nein, wir machen jetzt los. Du musst nur in die fucking Lobby kommen. Oh, erstmal musst du das Spiel starten, dann komme ich. Erscheinen reicht. Ich hole kurz meinen Salat. Ich glaube, ich kann das Spiel neu starten. Luca? Ist Luca jetzt Dings weg? Er holt kurz einen Salat. Alex? Alex? Ja? Alex? Nein. Jetzt reagiert's noch nicht, weißt du? Was ist los? Alex! Was ist los? Die Alexa reagiert nicht. Nix. Weißt du, wenn ich ganz normal über Alex rede, während wir sprechen, dann reagiert sie jedes Mal. Und jetzt sage ich Alex. Uns passiert nichts. Das habe ich leider nicht verstanden. Alexa! Timer 10 Minuten. So. Hallöchen. 10 Minuten, ab jetzt. Schinken? Ja. Luca ist kein Schinken mehr wegen dir. Weg aus. Was? Er ist kein Schinken mehr wegen dir. Oh, verdammt. Na, 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 na. Das ist sein Problem, wenn er sich sowas leckeres entgehen lassen möchte. Toast dabei, schmeckt allen gut, was ist mit dir? Na, 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 na. Der schmeckt wirklich klein und groß, richtig ist das Weißbrot. René, jetzt steht der Überbevölkerung nichts mehr im Wege. Gott, nur noch Schinken. Überall Schinken. Na, das ist der Hawaii-Toast. Toast dabei schmeckt allen gut. Diese Scheiß-Werbung. Schinken. Let's play Raid Shadow Legends. Da. Ich finde es auch einfach geil, jedes zweite YouTube-Video hat irgendwie Raid Shadowlands als Sponsor. Das ist Hammer. Alex! Aber hey, das Spiegel ist wenigstens besser wie scheiß Fortnite. Also immerhin etwas. Hallo. Solange mir YouTube keine Fortnite-Werbung auftischt, ist alles gut. Wenn das passiert, dann ist es vorbei. Dann höre ich auf mit Internet. Sagt dir jemand Alex? Irgendwie schon. Ist der René noch weg? Der René hört sich irgendeine Scheiße an wahrscheinlich. Man, the Gangster, bist du ready oder nicht? Schrimps in die Mikrowelle zu stecken ist eine kacke Idee, die platzen wie Airbags. René! Was ist denn mit Carsten los? Alex! Das hört sich an wie Sören. Und Schinken. Oh.
Und rein damit. Auf die mittlere Schiene. So, was muss ich mich einstellen damit? Das ist der Weitus. Was? Und was muss ich mich bei der Map einstellen? Auf geile, geile Orte, viel Nebel, ein Thaddeus, der mitten in einem Gang steht und ganz viele Viecher, die irgendwo im Nebel verschwinden. Ist entweder über dir Viecher oder unter dir Viecher. Genau. Sinn. Das heißt, du musst auch nach unten und oben aufpassen. Na geil. Und die stehen immer in Dreier- und Vierergruppen. Ja. Aber ansonsten ist es ein netter Ort. Kann man Urlaub machen. Seid ihr viel weiter gekommen wie in dem Moment, wo wir durchgerusht sind? Nein. Ja. Ja doch, ja. Wir sind drei Räume weiter. Ah, okay. Ein Raum weiter. Der hat eine Ladezeit. Die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu. Die ja, macht Pudding, der hat Flecken, den kannst du löffeln und auch schlecken. Vanille, Schoko, Schoko, Vanille. Weil. Oh, direkt eine Kiste. Luca verschluckt sich an Salat. Wenigstens ist hier kein Riese. Ach, ihr habt schon einen Riesen hier gehabt, das ist ja angenehm. Direkt hier vor Ort, ja. Ja, hier vorne hatten wir schon. Also ich hab direkt auf eine Wix-Granate. Rechts, direkt eine. Ich hab auf den Mine-Deployer gewechselt und ich hab eine Wix-Granate gerade aufgesammelt. Hier unten ist auch einer. Schön schon. Um die Ecke sind ganz viele. Ja, das ist der andere Raum. Nicht bewegen. Was denn doch? Kannst bewegen. Alter! Die werden nicht schwach durch den Schlag direkt daneben. Ich hab direkt daneben eben auf die Wand gehauen. Ich hab's einfach gerade nur leuchten sehen bei dir und da habe ich nur ein Alter gehört. Und mir dachte, okay, irgendwas ist da. Ja, der hat sich gerade bewegt. Und bumm! Ich hab ihn leider verhauen. Der ist nicht wach geworden. Ich glaube, die zwei sollte man zusammen machen. Na, das nicht. Nö, die kannst du einzeln machen. Meinst du? LOL! René, warum? Also T-Bag macht sie wach. Ja klar, weil du dich bewegst. Scheiße. Du bewegst dich doch beim T-Bagen. Es sind alle wach. Oh, es sind ein paar. Ja, Alex, mach mal. Fuck Repeller. Oh mein Gott. So. Nahkampf ist echt nicht verkehrt. So. Mag mal jemand hier die Wichse mitnehmen? Wer den Fuck Repeller mitnehmen? Wo ist die Wichse-Maket? Ach, da oben. Ich hole. Das ist kein Wichse, das ist auch über die Wichse, hab ich. Oh, es sind sogar zwei. Ich bin der Wichser. Du bist die T-Becken der Mistgeburt, das bist du. Oh ja. Yeah. Lass hier oben langlaufen. Toxic. Impossible Baseline. Zwei Stück. Haben wir unten auch noch ein paar? Unten im Meer. Das ist die Impossible Baseline, Luca. Ach, das ist, da unten geht, da geht's ja gar nicht runter. Doch, da geht's auch runter. Echt? Oh, ich hör's. Und der dir ist der Alex. Ich weiß. Die ignorieren wir nach Möglichkeiten. Also unter uns können wir auch entlang. Oh ja, ich sehe da unten jemanden. Achtung. Wir gehen dann jetzt hier auf die andere Seite, wo du nicht hinguckst gerade. Aber nur, dass der René kommt. Aber. Oder willst du runter, René? Ich will den hier vorne noch wegmachen. Wie wollen wir unten die Viecher killen? Wir werden die nicht killen.
Gibt's hier keinen Weg nach unten oder so? Doch. Doch. Ja. Gibt hier. Aber ist voll mit Viechern oder was? Da also brauchen wir nicht hingehen. Und das ist randvoll mit Viechern. Nur wenn wir sie aufflocken. Das heißt quasi, man sollte sie bisher hier nicht aufschrecken. Nein. Aber jetzt dürfte ein Tuttle kommen. In einem sehr engen Raum. Na geil. Schinken, Sentry hier auf die Tür schon mal richten, aber so, dass. Nein, nicht auf die Tür richten. Weg von der Tür. Nicht auf die Sicherheitstür, auf die kleine Nebentür. Achso. So, hier auf die Tür. Ich auf den Gang. Zwei direkt vor der Tür, weiter. Warte, ich mach's mal ein bisschen schräg, dass es auch ein bisschen Richtung Gang geht. Okay. Kannst aufmachen. Ich hasse diesen Raum. So, lass mich raten, wahrscheinlich alles ran voll. Licht an. Nein, Nebel nicht. War ran voll mit Viechern und Tuttle. Da rennt Tuttle schon rum. Ah, ich sehe ihn, ja. Und hier kommen wirklich viele. Ganz rechts noch in der Ecke ist noch einer. Einer, zwei. Okay. So, aufladen. So, das sind zwei. Wo ist der andere? Weiß ich nicht. Oh, doch noch einer. Ich hab den weggelegt. Ja. Achtung, hier unten ist auch ein Raum. Das heißt, du kannst jetzt hier rechts gleich runterfallen. Hast du was wir machen können? Wir können gleich erstmal runter. Bis wohin läuft denn der Tuttle? Bis zu den Kisten, glaube ich. Aber der lief auch einmal schon mal früher weiter. Dass wenn der hier vorläuft, dass wir dann hier runtergehen und dann einfach warten, bis der weg ist und dann wieder vorlaufen. Oh, ich muss meinen Käse anschneiden. Geh kurz. Alexa! Stopp! Diese scheiß Tomatenscheibe. Was? Mir ist die Tomatenscheibe fast für die Tastatur gefallen. Warum hängen die denn zusammen? Welcher Wichser kann keine Tomate gescheit schneiden? Sehr gut. Alle wach. Wer war das? Entschuldige. Ja, jetzt sind wir tot. Ah, hier geht's runter. Die kommen auch von hinten irgendwann. Von hinten? Ja, es kommen schon welche. Boah, ich sehe es schon. Boah. Die laufen jetzt alle hinten rum. Wir öffnen die Tür jetzt. Nee, wird sterben. Nicht gut. René denkt sich. Das war ja fucking ernst! Ich lauf nicht mehr in den Raum alleine rein. Schon wieder, Alex? Naja, Alex ist in den Raum runtergefallen, im Moment, wo ein Vieh gerade. Der ist halt runtergefallen, das hat ein Vieh mitbekommen, wie er runtergesprungen ist. Ist mal einmal für zwei Minuten sein Käse schneiden. Käse schneiden. Schön den Eichelkäse runterkratzen. Ah. Sinken? Meinst du, du schaffst das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie viele Gegner wir noch haben. Viele. Ich glaube eher nicht. Oh, die Pistole ist aber echt gut. Sag ich doch. Versuch uns zu beleben, wenn du keinen direkt siehst. Hinter dir ist der Große, glaube ich, noch, ne? Versuch uns zu beleben.
Bin dabei. Macht er doch. Ah, okay. So, ich guck mal. Also die Pistole ist echt gut, muss ich schon sagen, macht Spaß mit der zu spielen. Da ist noch einer, zwei. Das war's. Das war's. Sehr gut. Zwei Kisten. René ist in die nächste Runde springt. Hier sind nicht mal Kisten unten. Gibt es da keine, nicht irgendwie eine Treppe, um da runter zu kommen, René? Doch, klar. Warum springt ihr dann alle da runter? Weil das Leben sowieso wieder bis auf 20 regeneriert. Ja, vorne ist er auch so gesprungen. Wir waren ja, das war weißt du. Doof von Alex. Ja. Also wir haben jetzt übrigens Rollen festgelegt, ne? Rollen? Ja. Also Luca ist der Informatiker, der Query nicht richtig schreiben kann, der immer nach Sachen sucht. Alex ist der, der immer alle aufschreckt, und ich bin der, der immer nur meckert. Und was bin ich dann? Ich bin einfach die Flöte, die man dabei ist. Du bist das leckere Fleischgericht, was wir zwischendurch verspeisen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ah ja, mach mal auf, ja. In der Tat. Jawohl. Hört sich gut an. So ein geiler Raum. Ich mag den Raum nicht. Ich finde den mega geil. Ja, klar ist der mega geil, aber... Hier sind drei. Ich sehe unten auch nur drei. Oben sind drei, oder was? Bei oben mir sind direkt. Drei, unten sind drei. Irgendein Mann am Schlüssel. Zumindest das, was ich sehen kann. Schlag den kaputt, wenn der hier wach wird, aufstehen. Die drei unten sind sogar relativ weit auseinander. Aber ich weiß nicht, ob die auf die oberen reagieren. Okay. Also der Key ist wieder in Zone 22. Jetzt hier den vorderen bei mir machen. Ich mach die Sniper hinten bei der Brücke. Alter, der Scheiß am Arsch! Okay, aufladen. Und warte. Ich hab die Scheiße abgescreenshottet. Okay, also die Viecher unten reagieren. Achtung! Gegen sich. Okay. Also die Viecher unten reagieren nicht darauf, wenn man über ihn was tötet. So weit weg. Ich hab ein Medipack. Wollen wir die Viecher unten auch gleich töten? Wir haben unten noch drei Stück, soweit ich das sehen kann. Dann mach mal weg. Okay. Soll ich ganz alleine runter? Okay. Okay. So, Luca, kommst du mit mir runter? Ja. Bei Luca hören die sich immer an wie so kaputt fragmentierte Festplatten. Wie hören sie sich dann bei dir an? Wie ein Elchchen im Rohr. Wissend. Lukas, meinst du weit genug entfernt? Ja. Luca hatte mal gemeint, ich höre mich an wie ein Elch, der seinen Brumpfschrei loslässt während der Paarungszeit in einem Rohr. Ja, aber safe. Rechts steht noch einer. Ich hätte ein Ammo-Pack für jemanden. Wundervoll. Könnte ich gut gebrauchen. Und dann ich bleib noch 26 und meine Shotgun 0. Also ich habe ein Medipack und ein Ammo-Pack hier oben. Also. Hast du gerade verfehlt? Ja. Das checken die nicht. Nee. Ja, aber checken, wenn etwas neben ihnen stirbt. Nur das checken die, genau. Na, aber es war der letzte. Chinkin, komm her. Wie viel hat deine Sentry noch? Deine Sentry hat noch 43. Das 43? 43, das ist okay. Und dann gebe ich meiner. Genau, ist besser. Hier ist ein Fogpropeller. Falls jemand Platz hat. Hier ist ein Ammo-Pack. Ja, ich habe eh einen Fogpropeller, den kann ich nehmen. Wer hat denn nicht 34 Leben? Ich. Dann hier. Danke. Also Zone 23, Zone 22 ist das, wo wir hin müssen. Hier unten ist er dann, hier unten.
der Fockrepeller. In der unteren Ebene. Und die Kiste unter der Treppe holt ihr nicht, ja? Oh, da ist noch eine. Ich bin nur auf Treppen unterwegs, nicht unter den Treppen. Ich bin hier da, wo ich hingehöre, auf die Treppen, nicht da drunter. Hier ist noch eine Wichsgranate. Wichsgranate. Hier ist noch ein Schrank. Hier, das ist was für Luca. Was? Hier ist noch ein Fockrepeller. Noch ein Fockrepeller. Oh, Flashlight. Den Fockrepeller nimm mich. Ich nee, einen. Nimm die Granaten. Okay. Nimm die Wichse. Bitte nimm du die. Weil die würden sich sonst gegenseitig wegnehmen. Boah, ich hab so das Bedürfnis, mit so einer C-Form-Granate auf eine Treppe zu werfen, der Luca ja, sich hinsetzen lassen und dann einfach einen Screenshot zu. Kommt mal mit. Wohin mit? Ja. Soll ich mich hören, oder? Ich hab 5 Minen. Der Key ist da nicht. Der Key, wir müssen durch die Sicherheitstür. So. Schinken, du machst die Sentry auf die andere Seite und René, du tust schön die oder mit den Granaten tun wir hier unten. Hier ist noch ein Zunderschrank, by the way. Hier unten zu spammen. Hier, wo ich jetzt bin. Vorm Granate. Genau, da unten. Ich hab 4 Minen gelegt. Platzierst du am besten so die Sentry, dass sie wirklich direkt an der Kante ist. Das war mir auch so. Dann ist es nämlich am besten und zielt es nämlich auch noch unten, wenn was ist. Ja, dann wichst mal. So, ich geh wichsen. Nicht auf die Tür wichsen, hier auf nicht, den Boden. Nicht die Tür wichsen, sondern auf den Boden soll ich wichsen, echt. Dass die geslowt werden und dann von der. Also kannst du erstmal. Bitte. Ja. So geht's auch. Warum nicht hier einfach in der Mitte? Ich weiß es, mein. Ah! Ich find's geil, wenn einfach random auch mal so eine Nachricht kommt vom Windows: Ja, ihr Drucker ist leer, bitte mal nachfüllen. Du hast wahrscheinlich keine Granate mehr, gell? Keine Formgranate mehr. Nee, ich hab keine mehr. Formgranate okay. Ist im Schrank. Hier vorne. Oh. Da. Wo ich eine. Warum sagt er das nicht früher? Ich hab's am Anfang gesagt, mir hört ja keiner zu. Du sagst nie etwas. Habt ihr sie jetzt? Ich hab sie. Ich mache jetzt die andere Seite noch fit. Gut. Das ist eine Formgranate. Luca. Komm. Was? Warte mal kurz. Luca, komm mal kurz. Nein, ich mach's nicht. Bitte. Nein. Du wirst gefangen. Was? Hä? Sonst gehen wir da drüben hin und mach dir mal die Dürre. Alex aus dem Bild raus. Schwing aus dem Bild raus. Danke. Da kommt ein 13 Mal drunter. Jetzt hat er es gerade. Du meinst, wenn der so eine Länge kommt mit 13 Mal? Nein, Schink, du kennst die Story nicht. Okay. Das ist so. Ich gucke, was wir hier haben. Wir haben 3 Stück. Wir haben hier erstmal ein sichtbaren Wir haben erst Alexa, mal wie lange geht der Timer noch? Ich hab den Salat umgeschmissen. Ja, wartet bitte mit dem Starten, weil mein Timer ist noch weniger als 10 Sekunden. Ich muss hier die Soße gerade mal aufwischen. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Ich habe mal eine Frage. Ist eigentlich in dem Spiel Friendly Fire aktiv? Ja. Weil Melee Damage macht ja allen anderen nicht Schaden. Das nicht, ne. Nur die Schusswaffen. Okay. Du kannst mich mal einmal anschießen mit einer kleinen Kugel. Ich habe 20 Leben. Ja, das ist ja positiv. Nee, geht durch. Durch. Okay, ist gut zu wissen. Ich habe jetzt schon den letzten paar Male immer extra aufgehört zu schießen, nachdem jemand vor mir gerannt ist. Tu mal die Sentry. Gut zu wissen. Hier seitlich machen, dass sie auch so wie bei mir auf den Seiten ein bisschen so minimal dann auf die Tür zeigt. Wo sind wir eigentlich hier? Also so weit ein bisschen weg von der Granate. Ach, ich brauche nur einen Schuss nicht hier. So, man ist so Salat und Fall gelöst. Oh, das sieht gut aus.
Wird schon werden. Also jetzt haben wir 3 Fog-Repeller dabei. Wir setzen die nicht ein. Wir werden es wahrscheinlich in dem Moment einsetzen, wenn wir es am wenigsten brauchen. Mhm. Und später, wenn der Nebel ganz dicht ist, haben wir bestimmt keine mehr. Nee, ich kann mich immer noch verwenden. Aber vielleicht kann man das auch leihen. Naja, aber hier fängt es auch schon an. Oh. Wer hat denn gerade dahin gesetzt? Das war der René. Warum habe ich jetzt so ganz große Lust zu schießen mit der Shotgun? Er sitzt jetzt gerade da und frisst seinen scheiß geilen Ofenkäse. Natürlich, und dabei genießen das, wie wir uns gerade darüber ärgern. Ich stehe immer davor und denke mir, ah, du kriegst so einen Dünnschiss, wenn du die Scheiße frisst, du lässt es lieber. Bei dir ist es ja ein Dauerzustand, da macht es ja nichts. Mal sehen, wann die Gruppe weggehen. Guck mal in die Gruppe. Eine WhatsApp-Gruppe? Alter. Ich hab bestimmt Premium aus. Oh boy. Premium? René, ich komm mal vorbei. Bin gleich da. Bis in eine Stunde. Wie, du bist jetzt auf? Eine Stunde? Wo wohnst du? Schweinfurt. Was ist denn das? Ist das südlich? Hinter Mannheim? Ja. Ungefähr ganz im Norden von Bayern, fast an der Grenze davon. Oh, von hier aus ungefähr eine Stunde 20 Minuten. Bei Würzburg. Also hinter Aschaffenburg oder was? Entschuldigung. Aschaffenburg fährst du eine halbe Stunde. Schweinfurt kannst du so vorstellen, das ist in der Nähe von Würzburg, falls es das mehr sagt. Sag ich ja. Da muss ich vorbeigefahren sein, als ich von damals mal geholt habe. Da haben wir eine Filiale. Jetzt auf los! Es ist schneller. Wer weiß, ob das Granaten da irgendwann weggeht. Ja. Wir müssen mal zusammen Käse essen, René. Was müssen wir? Ey, nicht dein Ernst. René, guck. Was? Der scheiß Schaum ist weg. Oh. Der hat eine Laufzeit. Scheiße. Ach, das ist. Ja, so wie alles, was man hier platzieren kann in einem Spiel. Der Fokkepeller ist auch noch eine gewisse Zeit da. Ich warte hier schon in der Zone auf euch. Wie seid ihr wieder weggerannt? Ja, weil du gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Also, wir wissen. Wir haben keinen Schaum. Wichser hat sich aufgelöst. Befehlt niemand. Komm, ich muss gleich mit meinen Eltern telefonieren. Wie kommen die dazu, die Tür aufzumachen? Komm, René, jetzt stell's Essen weg. So. Aber wir müssen nicht runter, das ist ja sehr gut. Doch. Okay, oh. Tür ist fertig. Was? Ich gucke auf den Tracker. Ich gucke auf den Tracker. Dafür wurde so vorbereitet? Die sind in meinen Minen gespawnt. Ich sehe nichts. Doch. Also hier ist Action. Aber es geht. Es geht. Nahkampf, Jungs. Oh, kommen noch einige. Scheißegal, Nahkampf, Boys. Fertig. Da hinten ist wahrscheinlich eine Leiche. Nee, es sind noch welche da. Nee, ja. Sniper lebt noch. Gut, das war's. Gut. Jetzt hab ich Käse auf meinem BKDR-Hemd. Nein. Der eine schüttet die Suppe aus, der andere den Käse. Ich hab noch eine Apfeltasche oder so. Ich hab noch eine Apfeltasche. Das ist gut. Ich könnte eigentlich noch zu Subway. Wir haben ich habe noch eine Tüte Gummibärchen, die könnte ich mir in den Schoß kippen. Wolltest du nicht immer zu Subway? Was? Ja, wollte ich. Heute? Ja, aber ich habe gestern so viel Macs geholt, dass ich da noch was von essen konnte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Alter.
Muss ja auch. Worauf warten wir denn jetzt? Alex telefoniert. Auf bessere Zeiten. Er ist in Ruhe. Wow. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Mein Miku-Merch wird am 27. verschickt. Blablabla. Also, was weitermachen? Schmeckt doch die Ehefrische. So, los, los. Da brauchen wir ein neues Hemd anziehen. Also, wie schaut's aus? Können wir loslegen? Hast du dich voll gekleckert? Ich hab überall weißes Zeug auf dem Hemd. Na, nee, Mensch. Nimm mal unten die Mine mit. Krieg mal dein mächtiges Gehänge da unten im Griff. Immer dieses Knuspergeräusch, wenn er vom scheiß Brot abbeißt. Das ist Baguette. Wir müssen das weiße Zeug, das er gerade versucht, von seiner Jacke zu entfernen. Ich glaube, da sind keine Minen mehr. Da sind keine Minen mehr! Wir gucken in den Film und essen Käse. Ich find's auch geil, wir brauchen zwei Keys, einen grün und einen schwarz. Genau. Der eine Key ist in Zone 22, der andere in Zone 23. Alles hinter der Tür hier. Hey, wie seid ihr runtergekommen? Ach so. Also hier sind wir dann gestorben, dank mir. Haben wir es jetzt? Können wir die scheiß Tür endlich aufmachen nach 40 Minuten? Also weiter sind seid ihr noch nicht gekommen bisher. Nö. Nein. Weiter, also der Raum war eure letzte, der Raum, der jetzt kommt, der war. Raum, ja, aber nur weil du dann gekommen bist. Ah, ja, natürlich, ist Sache mir. Da war ich dann unkonzentriert. So wie du vorhin unkonzentriert warst, als wir gespielt haben, wo nichts passiert ist eigentlich. Ich mache jetzt die Tür auf. Achtung, es geht los. Jo. Ach. Ja, das ist ein bisschen neblig. Wer will seinen Repeller nutzen? Drei Stück hier vorne. Einer auf der Treppe oder zwei? Ja, zwei auf der Treppe, einer vorne links. Okay, vor uns ist einer und links ist. Oh! Also bei der Treppe brauche ich zwei Stück. Hier ist nämlich einer und direkt dahinter nochmal einer. Hab ich ja gesagt. Du kannst den ruhig töten, den einen. Der andere ist doch auch ganz in der Nähe, der kriegt das bestimmt mit. Nö, töte den. Luca, du kannst den töten, der du da bist. Soll ich ihn jetzt töten? Mach du, Schinken. Okay. Bringt es nicht was, den Repeller wieder aufzunehmen, um Money zu saven? Kann man noch Rente aufheben? Nee? Nö. Also wir haben jetzt wieder so eine Mission quasi wie da beim allerersten. Da oben ist auch eine Leiter, die können wir dann später auch benutzen. So, da hinten ist noch einer im Nebel. Genau. Und dann dahinter sind drei Stück noch. Wer hat denn da hinten den Repeller hingesetzt? Mich, ich. Bist du so weit nach hinten gerannt? Ja, nö, ich hab den so weit geworfen. Ich hab mich schon gewundert, ist hier, ist hier kein Nebel gespawnt oder so? Nee, ist nur Fuck-Repeller gewesen. Achtung. Ich seh halt nicht. Machen gleich tot. Ah, da ist noch ein Weg oder so. Da hinten ist noch einer. Ja. Hier geht's lang, ja. Wart mal ab, bis du da weitergehst. Hier sind drei. Hier ist noch einer.
Hinter der Tür dort sind viele. Endlich ist das Geräusch weg. Da hinten am Arsch der Welt noch, oder wie kommen wir zu dem runter. Hin? Da sind zwei. Wie kommen wir zu dem hin? Wie lang laufen? Komm her. Los. Ich mach den rechten. Bist du bereit? Links, links, links neben dir. Ah ja. Aufladen. Okay, aufladen. Und bereit. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Sind noch jetzt welche hier? Nee, ne? Nee, jetzt ist sauber hier in dem Bereich. Oh. Ihr werdet bald Onkel. Warum? Weil du schwanger bist. Ich krieg ein Käsebaby, Alter. Links sind zwei, die müssen zusammen. Oh, oh ja, ich sehe es. Ich meine, nicht so ein starker Nebel hier, das ist doch schon. Wo muss ich lang? Hoch. Kannst Licht machen, hier ist nichts mehr. Ja, hä? Jetzt aus, fuck. Bin ich sehr gerade wach geworden? Ich weiß es nicht. Panik, nicht schießen! Ne, die sind alle schon wach. Die sind schon alle wach, die schießen schon alle. So, ich halte mich jetzt zurück. Ihr habt ja aufgeschreckt, ihr kommt verrecken. Ich frage mich aber wie? Ich frage mich, wie haben wir die aufgeschreckt gerade? Der eine ist einfach gerade aufgestanden. Ja. Der war ja total. Der Freunde war am Arsch der Welt, da war keiner von uns in der Nähe. Also sie sind nicht alle hier weg, ja? Also passt auf, der Raum ist auch hier. Kann gar nicht sein. Es ist, ich sehe hier nichts mehr in dem Raum. Aber hinter der Tür dort. Entschuldigung. Hinter der Tür dort, die gegenüber war von der Treppe, wo wir hochkamen, da sind viele noch drin. Ist das gerade ein Schluckauf oder macht er das mit Absicht? Nee, das ist automatisch. Das ist ein Automatik-Schluckauf. Schutzmechanismus vor. Oh, ich hab hier ein Ammo-Pack. Braucht jemand Ammo? Jetzt trinkt was, René. Tür mit Alarm. So, braucht jemand Ammo? Okay. Ammo. Es geht. Also, alle Türen hier haben Alarm. Die Tür da hinten hatte keinen Alarm. Also würde ich sagen, wir gehen erstmal da hin. Oder? Ah, Monster! Moment, bleibt mal stehen. Was? Okay. Wir folgen die anderen mal. Ja. Ihr redet immer so, als wären wir getrennt einfach. Nicht, sind nicht, wir nicht. Auch irgendwie, weil irgendwie einer die ganze Zeit am Arsch der Welt ist und einfach nur isst? Okay, viel Spaß. Ja, hier sind 6 Stück. Riese. Ah, na geil. Wollen wir einen anderen Raum nehmen? Ich lass euch volllaufen. Okay. Nee, du bist ja zuverlässig. Mach deine Arbeit. Ich bin nur ganz weit weg. Er ist weggelaufen. Ich hab meine Gründe. Hier ist eine Treppe hier oben. Wo soll ich denn hingehen? Was sind das für Geräusche? Die Melli macht solche Geräusche. Okay, ich komme wieder hoch. Ich bräuchte dich da unten. Ich will aber nicht da runter. Bin ich eigentlich auch wach, wenn ich da runter gehe? Nein. Da sind direkt 2 Stück da. Gibt's hier noch einen Schrank irgendwie unten? Nein. Wenn es keinen Schrank gibt, dann geh mal raus.
Macht keinen Sinn, das hier zu riskieren, wenn hier nichts drin ist. Willst du den rechten? Ja. Bist du ready? Ja, ist halt einfach bereit, wenn aufladen soll. Ich sag auf 3 und dann hauen wir zu. 3, 2, 1, los. Sehr gut. Gut. Ach, noch einer. Großer ist ein bisschen da. Okay. Hey, Stückelchen. Bumm. Boah, das sind nochmal 2. Großer pulsiert. Okay, ist wieder ruhig. Schicken nur links, ich rechts, ja. Ja, warte. Okay, auf 3. 3, 2, 1, los. Also auf 3 und ich zähl runter, ich bin auch gut. Okay, ja, aber, ja, ich weiß, was du meinst. Aber scheiß auf den. 3 auf 3 ist auch doof, wenn du mit 3 anfängst, ist klar. Ist hier was? Toll. Also wir sind jetzt runtergegangen nur zum Clearen. Super, dann gehen wir wieder raus. Warum ist eine Treppe hoch? Da waren wir eben schon, da ist noch ein Schrank oben, den haben wir schon leer gemacht. Also sonst ist nichts mehr hier im Raum. Nee. Wow. Gut. Dann halt wieder raus, ne? So, also jetzt haben wir nur noch 2 Türen mit Alarm als Option. Ich dachte gerade, du sagst Sören. Nö. Schinken, wie viel Munition hast du mit deiner Sendung? Wo müssen wir überhaupt denn überhaupt hin für den Krieg? 14%. Zum einen müssen wir zu 22, das ist die Tür, und für den anderen Key müssen wir in die 23, das ist die andere Tür. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang, weil das ist der Key, wo unsere HSU ist hinter der Tür. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn erstmal. Moment, wir müssen uns vorbereiten. Super. Na gut. Super. Dann machen wir es halt jetzt. So viel dazu. Schaffen wir, das sind nur ein paar Viecher, die ballern wir weg. Keine Vorbereitung. Nur ein paar Viecher, wenn du das sagst. Wir sind doch keine Noobs. So, wenn wir gestorben sind, könnten wir das schon meinen. Wir sind keine Noobs mehr. Jetzt aus dem Scan raus. Oh, nee, es geht weiter, der Scan. Oben ist noch ein Scan. Da ist keiner drin. Gehen. Scan geht weiter, Scan geht weiter, Scan geht weiter. Ich bin nicht tot. Wir waren noch easy. Einer ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig, einer lebt noch. Und er kommt. Ah, ich hab kein Muni mehr. Auch gut. Sind noch 2 da? Aus. Sind noch 2 hinten. Noch 3 sind da, 4 sind da, 4, 5, 6, 7. Dann platziert die Central wieder. Boah, das sind viele. Central ist woanders da platziert. Ja, ist auch okay. Jo, genau. Warum kamen denn jetzt nochmal welche? Liegst du noch an dir, Alex? Ich hab nur noch 2% Leben, Alter. Oh, fuck it. I'm falling and I can't get up. Fuck. Shit. Okay, es könnte sein, dass das meine Schuld war. Ja, auch Marini hilft uns. Ich will nur anmerken, dass der mein Deployer useless ist. Ja, in der Map ist er useless. Shotgun ist aber auch in der Map useless.
Ich würde einfach sagen, wir machen eine Burst, genau. Oder Sentry, genau. Ja, mit der Sentry kannst du halt echt nichts falsch machen. So, es hat jetzt jeder fertig gegessen, weil ich glaube, so Essstörungen brauchen wir nicht mehr. Ich hole mir noch kurz was zu trinken. Ach so, Alex? Hm. Hast du Interesse an PS4-Spielen? Hm. Okay. Welche denn? Wem sagst du noch nein? Hm? Wem hast du noch nein gesagt? Ja, sag mal welche. Schick dir eine Liste. Eine Liste mit was? Mit meinen Spielen. Achso. Ich habe meine PS4 nämlich verkauft. Ich hab's in die Gruppe gepostet. Hm, okay. Würde ich nehmen. Ja, das Uncharted 4 würde ich nehmen. Kannst dir ja einen Preis überlegen. Okay. Langer Tropf. Kann genau was da. Aber wir kommen langsam voran. Langsam. Ist doch immer so. Ja, das langsam ist doch immer so, da, dass wir eigentlich 7-8 Versuche brauchen. Das sind gleich 2 nebeneinander. Einer leuchtet, beide leuchten. Ich bin Kacke. Also ich brauche hier noch jemanden. Achtung, hier. Nein, alles gut. Und der René. René, mach dein Licht aus! Oh. Der leuchtet die ganze Zeit mit dem Licht auf die Viecher. Die haben jetzt gerade so ein paar Verhaltensstörungen. Dezent. Alter. Wir werden auch alle ganz die Küche aktiv, ne? Ich mach den vorderen tot. Und Gott. Oder so. Dann mach ich halt beide tot. Wie ist das gerade passiert? Darf ich das mal wissen? Hat René wieder das Licht angemacht? Nein! Bist du dir sicher? War mein Käse. Ob du richtig stehst, weißt du, wenn das Licht angeht. 1, 2 oder der 3. Habe ich immer gerne geguckt. Unten ist einer, der pulsiert. Hier ist direkt einer. Ja. Wir hatten angeleuchtet. Ich bin unschuldig. Na gut, René ist diesmal im Arsch der Welt, aber ich habe ihn auch nicht angeleuchtet. Die unterhalb einen sind. Mach doch, lass die Tür erstmal zu. Da soll erstmal gucken, wo welche sind. Hier sind 8 Stück. Die sind hier überall. Ich mach mal René mal wieder die Tür zu. Wenn was passiert, dann ist wenigstens dann keine Aufregung. Jo. Oder René rennt einfach durch und weckt sie alle. Sehr. Hättet ihr auf mich gewartet? Sehr gut.
Hast du die getötet oder warum haben die jetzt aufgehört? Die sind aufgeweckt, haben ihn angegriffen, aber hat zugemacht und sind so wieder weg. Die krämpfen hier gerade, klopfen gegen die Tür hier. Oh. Die werden jetzt gleich den Raum hier fluten. Wir haben die Tür zu dem Raum hier. Ist tot? Ja. Das sind. Mach die Tür auf. Unten, die sind jetzt auch aufgeschreckt. Okay, also unten ist auch jetzt alles aufgeschreckt aus. Ja. Das sind einige. Ja, da kommen sie schon. Die machen wir schon mal hier hin. Wollen wir nicht neu anfangen? Nö. Wir wasten jetzt hier Muni, was wir eben nicht gewastet haben. Das letzte Mal haben wir auch Muni wasten müssen. Ja. Das letzte Mal waren wir sogar alle bei 20, waren alle eigentlich bei 20 Leben, außer ich. Also, wer weiß. Das läuft ja ganz gut. Also ich habe nur 20 Leben verloren. Ja, ich auch. Ich habe nur 5 bisher. Na guck, das war's schon. Ist noch jemand im Raum? Jetzt halt den Raum hier schon clear, weißt du? Jetzt können wir hier tun. Ja, siehst du, das, was ich gemacht habe, war gut. 26%. 36. 38. Oh, war gar nicht mal so schlecht. Also eine weitere Sentry ist sogar besser gewesen. René, wie schaut's bei dir aus? Wann kommst du? Ich hab nach Kisten gesucht. Was ich gefunden habe, war Nebel. Sehr schön. Brauchen wir einen Vorkühlkeller? Sentries hier hinstellen gegen die kleine Tür. Die dritte Sentry hier so hinstellen. Geile Lasershow, geiler Rave. Mach die Scheiß-Tür auf. Der Einzige, was ich manchmal wünsche, ist, es gäbe in dem Spiel Friendly Fire. Nicht dann. Licht aus. Wenn ihr Licht aus. Ich hasse diesen Raum, ich lasse euch den Vortritt. Rechts ist leer. Ich wäre dafür, wir schrecken jetzt einfach auf und gehen in unseren Kiste. Raum. Ist kein Tuttle da, oder? Nee. Der muss da sein. Und in Raum! In Raum rennt ihr aufgeregt. Schau auf, rein damit. Warten, bis sie kommt. Und jetzt. Mach auf! Was? Wie schnell haben die Tür aufgemacht? Meine Sentry Slam. Es sind mehr, wie ich dachte. Ja, es ging doch gut. Oh. Also ich bin jetzt Sentry leer. Ja gut. Meine hat noch 29. Der Raum ist sauber. Refill Pack. Darf ich mir 2 Tool Refills gönnen? Ja, da hast du wieder. Geil. Boah, geil! Boah, geil! Oh, ich hab das Beste gefunden. Was? Klaus 6. Ja, boy. Boah, geil! Boah, geil!
Ja. Jawohl. Dann braucht um die Box zu öffnen. Hey. Orange Key. Ich hab einen Orange Key. Aus meiner Box geholt. Licht aus. Ah, oh, hier ist der Tuttle. Der Tuttle ist hier, okay. Das ist nicht gut. Das ist ein zweiter. Okay, okay, folgendes. Moment, Moment, Moment. Sentry Scans hier hinstellen. Alle drei. Ist überhaupt Platz für alle drei? Ja, doch. Ja, die können ja ineinander. Okay. Oh. Hier, geht mal bitte hier dran, holt euch das Item. Ja, trotzdem Ladekabel. Was ist mit... Was ist Heini? Doch nicht du, Engelchen. Engelchen ist ab sofort Heini. René hat auch Heini gesagt. He is in Zone 23. Ich speichere mir jetzt als Heini Weide ein. Es gibt ja wirklich den Vornamen, ne? Hattest du schon mal so einen Kunden, der so hieß? Nein. Hattest du schon mal einen Heino? Nein, aber ein Heiner. Na gut, das ist relativ normal. Gestern, heute hatte ich einen Tilo. Das ist auch ungewöhnlich. Ich brauche jemanden, bei mir sind... oh, da ist der Tuttle auch. Ich hatte mal einen, der hieß mit Nachnamen Schrottpfanne. Schrottpfanne? Oh, was ein Kackname. Hallo, Herr Schrottpfanne. Hier ist Ihr Führerschein. Also René, ey, ich brauche dich jetzt. Ich bin hinter dir. Ja, dann komm. Dann geh du zu dem anderen. Der nächste, ja, warte erstmal. Wir haben einen scheiß Rhythmus. Ich war gerade nur, dass keiner von den beiden mehr leuchtet. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. 3, 2, 1. Das war nicht auf 1. Ist auf 3. Ich habe Leben. Für Leute. Okay, Tuttle ist aktuell auf der Treppe nach unten. Lukas, scan bitte. Ich bin gerade am Terminal. Er ist noch aktiv, aber ich hoffe, der bewegt mich wach. Der hat 3 Schläge gebraucht, der Wichser. Hat aber keinen geweckt. Lukas, tun was für dein Geld, bitte. Wie viele Gegner haben wir denn noch? Also hier unten auf Rampe ist eine, unten an Rampe ist eine. Rampe 2. Da unten ist auch eine, bei unter Rampe rechts. Also ich sehe hier unter dem Ding 3 Stück, rechts davon unten 2 Stück und hinten noch einer. Sag ich doch, 3 Stück. Ja. Achtung. Tuttle ist beim Tor. Tuttle kommt jetzt den linken Weg entlang. Der ist doch Tuttle geht jetzt nach unten. Das ist der falsche Tuttle. Und Schinken wird geweckt. Okay, also die reagieren anscheinend auch, wenn ihre Mitstreiter in die Fresse laufen. Zurück. Notfallplan. Alarm! Okay. Wir kommen jetzt von hinten, ne? Erstmal. Von hinten kommt noch nichts. Ja, aber ich hatte schon schreien. Oh, Junge. Boy. Jetzt kommt Achtung hinter uns. Jetzt ist sauber von hinten. Jetzt geht es auf die andere Seite. Jetzt geh mal rüber, jetzt geh mal dahin, wo Tuttle war. Meine Form liegt ganz gut. Alter, wir haben gemetzelt mit 3. Wie er weggeflogen ist. Die 3 sind, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also ich habe jetzt noch Sentry 5%. Auch nur weil ich es vorher weggehoben habe. Meine auch nicht mehr. Da ist noch ein Gegner. Ich mach Schinken sein hat keine mehr. Meine auch nicht mehr. So. Ich verstand, meine hat keine mehr. Okay. Gut.
Luca, ja, der ist geweckt worden, als sein Kamerad die Rampe runtergerollt ist. Der ist durch seinen eigenen Kameraden, der runtergerollt ist, aufgeweckt. Das ist wieder... Was ist wieder? Nix. Ich hätte einen Ammo-Pack. Nehme ich gern. Brauche ich erstmal nicht. Du hast genug, ich habe viel weniger als du. Mir doch egal. Dann nehme ich selber. Oh. Aber ich habe Medipacks. Die nehme ich auch. 57 Leben. Du hast 76, verpiss dich. Ich nehme die trotzdem gerne auch mit 76. Lustig, wie viel hast du? 78. Der braucht auch nicht. Okay, weiter geht's. Lass die Hebe. Habt ihr oben mal nachgeschaut, oben vielleicht noch was ist? Ja, ja, haben wir schon. Alles gut. Luca klaut mir eben einfach mein Dings, ne? Der wollte einfach meinen Schrank klauen. 5. Ja, wir müssen. Ja, es ist ein Alarm-Ding, ne? Ja, Alarm. Achso, Moment, da müssen wir diese. Ich habe eh keine Sentry-Munition, von daher bringt's nichts. Alarm! Bringt doch eh nichts. Ich mach die hier hin. Alarm! Okay. Go. Alter. Zehn Schuss hast, kannst du schießen. Oh, das sind dann zwei direkt daneben. Nee. Na, wo geht's hin? Easy. Der Security-Scan ist so erbärmlich. Es kommt nichts. Doch. Einer oder was? Oh, sauber. Nee, da kommt nichts. Sonst wäre ein Musiker. Oh, das sind noch ein paar. Ey, Pistol ist echt geil. Sag ich doch. Die hat so viel Munition und ist so präzise und macht auch noch Schaden dabei. Vor allem hast du halt fast kein Recoil. Alter, da ist ein großer, da ist ein großer. Oh, fuck. Okay, da war ein großer. Da muss noch ein großer sein oder irgendwas, was lang kommt. Hat irgendjemand abnormal viel Leben verloren? Ich hab 47%. Das war's. 52%, wie gesagt. Ihr kriegt alle kein Leben. 47 hab ich. Meldet euch, wenn ihr wieder beim Arbeitsamt wart. Frau Stern! Frau Stern, beste Frau! Reifen zerstechen. Frau Stern, was? Das ist eine Fotze beim Arbeitsamt, die Nähenschein. Wo wir mal gleichzeitig arbeitslos waren, hatten wir die beide als scheiß Treuerin. Licht aus! So, hat keine Alex! Ja, Alex. Alex, Licht aus! Oh. Also, die zwei, die ich schon an der Treppe sehe, das sind sehr schlecht geworden. Ich nehme den linken, der hockt. Ich nehme den Rest. Kannst du aufladen? Rechten? Okay. Und loslassen. Und direkt. Und die anderen werden wach, deswegen. Ich hab die werden, also die werden anscheinend echt auch wach, wenn die Gegner alle runterrollen. Zurück. Geh zurück. In die Kurve. Ich bumst euch alle von hinten. Ich von vorn.
Mit einem Hammer und alles gefällt ihm gar nicht. Wer hat da gerade so ein oh mein Gott, Orgasmus? Ich war das. An der Treppe. Screenshot ist da. Die Leichen nur noch. So, langsam machen, wir wissen nicht, ob wir alle aufgeschreckt haben. Hier sind alle tot. Dann hier oben sind wieder welche. So, ob hier kannst. Genau. Hier in dem Raum sehe ich diesmal keine. Hinter der Tür. Okay, dann gehen wir erstmal hinter die Tür, oder? Mhm. Dann gehen wir erstmal durch die Tür. Ammo Pack 2 Uses. Eine brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche auf eine. Ich brauche auch. Ich kann aber nur einen geben. Ja, gibt's René. Ich kann mit der Pistol kann ich ja noch umgehen. Was war das jetzt? Ich brauche auch nicht so notwendig. Alter. Bist du runtergefallen? Nein. Also ich habe hier unten ganz viel Zeug für euch. Was? Also für alle, die keine Granate oder Dings haben, holt euch hier unten Zeug. Lass mich gerade mit Glowsticks. Yay, ja, Glowsticks. Wie sie auf einmal alle ankommen, wie die Geier. Ich weißt du, nichts ist bei mir, ich drehe mich um, stehen alle drei, guck mich an. Was sind denn die So, der Schinken kriegt, weil er Fleisch ist. Der Luca Alex. Hat genug Leben. Alter, wo ist der Alex? Alex, du musst noch dein Zimmer aufräumen. Oh, Luca, hier für dich. Im Arsch. Warum? Das habe ich selbst aufgemacht. Ja, aber das ist doch für dich. Licht aus. Perfetto. Hier sind welche, zwei Stück hier vorne. Das war's aber auch schon. Direkt links einer. Nur die zwei? Ja. Nein. Weiter hinten noch welche drin. Wahrscheinlich, ja. Ja, einer noch. Die, Bitch. Ah, ich höre welche. Ja, drei. Drei Stück, vier Stück, fünf. Niemand ist wach, niemand ist wach. Ja. Alex? Mhm. Oder Schinken, wessen Sentry ist leer? Meine ist leer. Alle, ich glaube alle. Dann komm mal einer zu mir, weil ich habe hier noch ein Refill Pack. Ein Use. Hat jemand geguckt, wo der Key ist? Ja. Wie viel ist denn hier noch im Raum? Ich höre noch einen. Ich sehe jetzt hier noch vier Stück. Scheinen aber unten zu sein. 23 war der Key. Oh nein. Hier in der Ecke. Nicht bewegen. Das war die Leiter. Passt noch mindestens. Ist gut. Nee, unten in der Grube ist noch einer. Die beiden sich wird draufstürzen. Ich mach mal einen Fog Repeller hier hin. Alles gut. Wollen wir unsere Sentries hier auf diese Brücke stellen?
Ich kann meine, die null Akku, null Munition hat, gerne einstellen. Also ganz ehrlich, wollen wir nicht vielleicht zurück erstmal diesen einen Schlüsselraum machen, wo wir den ersten Schlüssel schon gefunden haben? Da waren wir erstens noch nie drin, zweitens... Haben wir, was für Schlüssel haben wir denn? Ich hab Key Orange 510. Das ist für den allerersten Raum. Ich markiere die Raumtür, die ja. Okay. Nee, da braucht man Key Yellow 299 für. Wenn du ganz ranzoomst, siehst du es. Ja, stimmt. Aber ja, Moment, dann ist der Raum vor. Hier ist Purple. Okay. Ja, hier wäre es, aber hier. Weil man sieht nicht, was für einer es ist. Es wäre useless, wenn wir jetzt zurückrennen und dann ist es der Falsche. Nee, das ist der immer. Glaub mir. Also, wir müssen... Wir sehen, wie viele hier noch kommen. Ich bin der Meinung, wir schaffen das noch nicht jetzt. Ich bin der Meinung, wir schaffen es. Wenn ihr auf die Karte schaut, ich sehe, da hinten ist noch ein Schrank. Der ist nicht ungeöffnet. True. Wir müssen nach 21. Wir brauchen Purple 248. Nee. Oh yay. Long Range Flashlight. Woohoo. Wir müssen nach 21. Wir brauchen Yellow 209. Und der ist hier in der Zone 23. Ja, wir sind hier Zone 22. Ja, wir müssen Zone 23. Das ist die Tür hier hinten. Ja, das ist die Tür hier hinten. Dann. Genau. Schinken, werf mal danach. Nee, warte, ich muss so. Also welche Tür machen wir jetzt? 23. Moment. Also da, wo jetzt gerade steht, gell? Ja. Das müssen wir genug grünes Licht haben. Naja, gut, versuchen wir es. Wo hast du dein Sentry aufgestellt? Da hinten. Stell das mal hier vorne auf. Stell es mal hier hin. Wohin? So, ich bin ready. Wohin? Wo sind meine Sentry? Dahin noch. So, ne, ich hab meine, deine. Stell du dann meine, deine mal hier hin. Ready? Ja. Ich lauf mit dir. Luca, versuch so schnell wie möglich zu markieren, wenn es geht. Ja, ich guck. Das ist aber noch nichts. Jetzt. Okay, jetzt nur noch überleben. Viele, Alter. Ich glaube, die Position hier ist ziemlich scheiße. Weil wir keine Deckung haben. Ganz geil. Ich habe eine richtig geile Position gerade gefunden. Wo ich bin, Luca. Ja. Hier kommen sie nur von einer Seite. Das war's. Okay. Sehr gut. Aber unsere Sammel sind jetzt alle leer. Ja, passiert. So, Licht aus. Ich habe keine Kugeln mehr, also ich kann zwei direkt vor der Tür. Ich habe 16% bei meiner Pistole, also das sind 27 Schuss. Rechts und links. Ich lasse euch mal komplett den Vortritt. Schinken, du links. Okay, 3, 2, 1, hauen. Gut. Noch irgendwas? Nee, jetzt hier rechts weiter den Gang entlang ist ein Box, aber daneben ist auch noch einer.
Da hinten ist alles voll mit Gegnern. Kann ignorieren, den. Also ich sehe zwei Stück hier und dahinter irgendwo kann auch der andere Raum sein, ist ein Thaddeus. Hier geht's runter. Oh, hier sind zwei Stück direkt nebeneinander. Komm mal. Trinken oder einer oder Alex, einer. Ja, ich bin auch da. Muss erstmal mich noch positionieren. Du Arschloch, hör doch auf zu wackeln und dann direkt sofort weiter zu wackeln. Und jetzt wackelt der andere, während der andere nicht wackelt. Okay, ready? Aufladen? Ja. 3, 2, 1, hauen. Schau, ich checke. Oh, Muni. Alex? Du brauchst, ne? Ich hab gar nichts mehr, ja. Du kriegst einmal. Schinkel ist auch nichts, ne? Fast nichts mehr, nur 16% bei meiner Pistole. Danke. Da geht, da vorne geht's runter. Hier rechts geht's runter und dann ist ja hinten in der Ecke halt noch, ne? Ja, die lassen wir in der Ecke erstmal. Hier unten sehe ich nichts. Alter, sind es. Oh mein Gott, ist der Nebel hier dicht. Ich hab einen Fock. Hier ist Zone 23B. Moment, Fock Repeller wird gleich geworfen. Ja. Mach die Tür auf. Schwerf's rein. Erstmal warten, wie viel der wirkt. PC wäre nicht verkehrt. Damit wir suchen können, aber hat keiner einen gesehen, oder? Nee. Kannst du nicht oben zurück in den einen Raum gehen? Nee, oder mal einen Ping starten? Nee, der Ping geht nicht, weil das nicht in dem Raum steht, der PC. Mach auf. Achso. Ja, hat schon was gebracht. Er bringt schon einiges. Ich hier ist ein Schrank. Au. Geschossen. Scheiße. Entschuldige. Wir warten. Also wir wissen auf jeden Fall, Friendly Fire gibt's anscheinend. Einer ist aufgeweckt, der kommt von hinten. Zwei Stück kommen von hinten. Kann auch sein, dass die über uns sind. Ja, das sind die über uns. Okay. Dann mach die Tür wieder zu. Während ich drin stehe. Okay, das war's. Das war die scheiß Fog Repeller leer war. Sorry. Hier ist nix. Mal mit drei. Ja, ja, das ist okay. Sauber. Wir müssen der Raum ist leer, oder? Ja, müssen wir hier unten weitermachen. Nee, aber unten müsste der Raum ja auch leer sein. Das hätten wir ja eigentlich auch mehr. Nee, er ist nicht leer. Nee, du hast noch im anderen Raum gestanden, wo du geschossen hast. Ah, okay, kann sein, das ist. Hier in dem Nebel sind 3, 4, 5, 6 hier hinten in der Ecke. Und links in der Ecke sind nochmal 5, 6 Stück. Lass erstmal oben langlaufen. Ja, hier oben sind Schränke und Kisten. Key Long Orange. Range Flashlight, hurra. Z23. Oh, geben. Schinken. Ja? Weißt du, was in dem Schrank neben dran war? Was waren da? Long Range Flashlight. Yay. Ich sehe hier nichts. Gar nicht. Achtung, hier sind ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf der linken Seite direkt hier vorne. Die sind über uns, die sind über uns. Die sind über uns? Ja. Über uns. Okay, trotzdem gefährlich. Was machen wir? Müssen wir hier lang? Alex, ich hab gerade den Tool refilled. Danke. Wir müssen ja den Key finden, der ist hier drin. 21, wir sind jetzt bei 23D. Ne, wir müssen zu 23. Der Key ist in der 23. Wir brauchen den Key für die 21 und der ist in. Oh, das ist ein Schrank. Hier ist ein Medipack. Hier ist keiner drin. Was hier? 23C. Boah, man ist ja nichts. Doch, Achtung. Boah, guck mal nach oben. Ja, ist auch geil, ist auch hoch. Soll ich Fock schmeißen mal? Fog Repeller? Mhm. Ja, wenn man werf einen Fog Repeller hier direkt, wo wir hier stehen oder so. Ich töte ihn hier. Oh Gott. Oder? Oh, mein Auge hat sich gerade rausgedrückt. Scheiße. Niemand wach.
Niemand wach, ja. Oh! Auf der linken Seite sind zwei direkt nebeneinander. Ja, links sind Mach zwei. Mach am besten die Tür mal zumachen, oder? Hier ist 23B. Da müssen wir ja nicht lang, gell? Wir wissen nicht, wohin wir müssen, Alex. Achso. 23 sind wir richtig, nur wo ist halt die Frage. Wenn ihr den Computer seht. Ganz hoch. Oh, der Fockel wäre das so gut. Hier kannst du nicht mehr weiter. Haben eine künstliche Grenze gemacht. Okay, lass uns ein B gehen. Oh, die Grenze nervt ja. Ah, ich bin vorbeigekommen. Oh, hier haben sie einfach nur noch eine Stange gemacht. Okay, lass uns ein B gehen. Oh, hier geht eine Leiter nach oben. Über uns sind 4-5 Stück. Mein kleiner Finger tut weh. Man kann übrigens toggeln, ne? Wenn man in den Optionen das Crouchen. Ach, wir sind wieder im gleichen Raum wie vorher. Warte mal. Gameplay. Ah, Toggle Crouch. Sehr gut. Wollen wir nicht die Leiter hochgehen? Habt ihr die ganze Zeit getötet halten? Ja. Hä, was? Was? Ja, wir lassen uns hochgehen. Was ist los? Was ist mit Crouch? Was? Ne? Ne? Du kannst das Crouch toggeln, das ist automatisch gedrückt ist. Hier oben. Wie kann ich das einstellen? Geh auf Escape, Gameplay und dann Crouch toggle. Welche Leiter bist du jetzt hochgegangen, Alex? Guck mich, siehst mich an. Ha. Hier, Jungs. Wir nehmen. Alter, wird das ein riesiger Weg zurück. Ach, hier sind zwei noch. Dahinter, direkt hinter der Wand, ist auch noch einer links. Hinter dir. Ich kann meinen kleinen Finger gar nicht mehr bewegen, so richtig vor Steuerung drücken. Aua. Keiner wach. Der lebt noch. Ah, jetzt sind sie alle wach. Jetzt sind sie alle wach. Scheiße. Warum sind das viele? Dann ist das auch Balls, dann Nahkampf reinzurennen. Nee, dafür sind es zu viele. Oh, was sind das viele? Am besten mit der ich bin down. Deckung ist ja ein Problem. Wenn die kannst du mich nicht aufheben? Nee. Shit. Na. Jetzt nicht sofort wieder sterben, bitte. Ja. 1%. Ich kann nichts machen, der eine stolze Sniper macht mich die ganze Zeit down. Super. Denn ist ein Schrank. Ach, wenn wir Alex nicht hätten. So, offen. Key Yellow 299. Das ist sehr der gut. Key, den wir brauchen, ja. Kommen wir jetzt zurück. Entweder wir gehen zurück oder wir gehen noch in den anderen Raum und machen den anderen Raum noch. Mit dem anderen Key. Lass mal hier runter gehen. Das ist derselbe Raum wie den wir so hassen. Brauchen wir die Typen hier an. Ja. Dann lass wieder zurückgehen. Alter, guck dir mal diesen Kopf an, das sieht aus wie eine Möse.
Wenn... Uah. Ich bin gerade runtergesprungen. Das ist so typisch, Luca. Klasse Leitern. Das ist so. Danke. Oh, ich kann meinen kleinen Finger nicht mehr ausstrecken, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde nur mehr brechen. Ah, fuck. So, denk dran, durchcrouchen, wir haben nichts davon getötet. Achtung, ja, hier sind ganz Licht viele. Licht aus. Drin. Hier sind ganz viele. Okay. Da waren wir gar nicht drin in dem Raum. Ja, richtig. Müssen wir da überhaupt durch? Nein. Lass uns den Safe-Weg gehen. Mach mal kurz auf. Doch, da waren wir drin. Doch, da waren wir. Müssen wir okay, einmal kurz durchlaufen und sind wir wieder bei einem clearten Raum. Wir müssen ja aufpassen, hier sind sie über uns. Ja, ja so, über uns. Guck mal, hier ist noch ein Medikit. Wer macht denn den Schrank auf und nimmt das Medikit nicht mit? Ich. Das warst du. Ich war das. Echt? Ja. Das jetzt kaufen. Warum sagst du uns nicht Bescheid? Ich hab gesagt, so. Mir hört niemand zu, Alex. Ach so. Dann sagst du es nicht laut genug. So, Tür bitte zu machen. Scheiße, die Tür. Ich will nicht rein. Hier ist safe. Ich habe jetzt wieder keine Orientierung. Rechts muss ich. Hier lang. Okay, hier ist alles safe. Ja, hier haben wir auch das sind jetzt die Zonen, wo wir geklärt haben. Hier kommen wir lang. Hier haben wir geklärt. Genau. Also entweder wir gehen jetzt noch hier in den anderen Raum, machen Alarm und holen da den Key. Nein. Wir gehen jetzt einfach und holen die HSO. Keine Umwege, sonst verkacken wir es noch. Vor allem, es bringt uns eigentlich mal viel. Ich meine, wir haben doch eigentlich gut Material noch. Das ist halt die Frage. Ob es auch die Tür ist, die wir brauchen. Es ist die Tür. Gelb ist Zone 21. Das ist die Tür. Ja. Schupp. Warning, Alarm detected. Ah, geil. Ich hab nicht mehr viel Munition. 7 Schuss Pistole, 23 Schuss Combat Shotgun. Stehen mindestens 12 da drin. 34 MG und... 34 Pistol und 11 Shotgun. Ich habe 18% noch bei der Shotgun. Wollen wir nicht vielleicht noch zu diesem allerersten Raum, wo wir den Key haben? Am Anfang ist es schon noch easy gewesen. Vielleicht probieren wir es. Einfach nur angucken. Da sind ja keine Gegner. Also wir müssen ja nicht unbedingt reingehen, wenn wir es merken, dass es keinen Sinn macht. Vor allem, vielleicht ist er nicht mit Alarm detected, wer weiß. Wenn der Alarm ist, können wir es vergessen. Ja, klar, wenn der Alarm ist, können wir es vergessen. Aber ich meine, bisher. 19, Orange, Alarm detected. Okay, haben wir es. Sorry, aber. Ein Versuch was. Okay. Ideen? Sterben. Nicht sterben. Ah ja, versuchen wir es, oder? Haben wir noch. Also Idee, ready? Nein. Sind wir sicher, dass wir alle Kisten überall haben? Ja, jetzt schon. Sicher. Nein, wir haben nicht überall alle Kisten, aber da haben wir auch die Gegner nicht geführt. Jetzt dann würden sie von rechts dem kommen. Strich hinterher. Dem Strich. Strich will dann hier in den Arsch der Welt. Unten sind noch mal 2 Scans, 3 Scans. Luca, bitte scannen. Ja, es ist X da. Geh wieder zurück, das Scan. Achtung, es kommen die ersten Gegner. Ja. Von wo? Von da, wo wir gekommen sind. Unten ist einer. Unten ist das Scan. Geh runter. 2 Stück folgen euch. Kommt ein Haufen. Ja, das war's, glaube ich. Muni leer. Alex rennt einfach nur weg. Keine Muni mehr, kann nichts mehr machen.
Das Problem ist, Rennen bringt nicht wirklich viel, weil wir haben keinen. Weil die kommen immer wieder. Die hören nicht auf zu spawnen, ist ja ein Alarm. Deswegen. Ist der noch da, der Alarm? Ja. Ja. Steht doch da. Der Alarm ist noch da. Wir haben noch hier zwei Stück, die noch gescannt werden müssen. Oben bei mir. Ich liege. Alex liegt auch. Ja, ich hab keine Munition mehr. Oben bei mir sind zwei Stück, die noch gescannt werden müssen, wo ich liege. Drei müssen scannen. Oh. Ach, sind alle down, ist nur noch René. Aber wenn ich auch nicht, wenn ich weggerannt wäre, hätte es auch nichts gebracht. Ich hatte nur noch 4% Leben. Die kommen jetzt 7, 10, 15 Viecher ungefähr. Ach, laber nicht. Boah, ja, das sind viele. René, das ja. Ist das ein, auch zu tot. Ja. Eine Runde noch versuchen? Oder? Ich möchte einen Vorschlag machen. Wer wäre? Man kann, das war das, was ich eigentlich vorschlagen wollte, als die Tür eben schon gedrückt worden ist. Man kann im Computer nach Munitionskisten explizit suchen. Ich weiß, habe ich mal gefunden. So ist es vielleicht sinnvoll. Dass wir nur noch in Räumen waren, die massiv überlaufen waren. Ja, aber wir hatten ja, wir hatten doch jetzt 90% aller Räume geklärt. Wir hatten nur noch den einen Raum, wo auch Alarm gekommen wäre, und den anderen Raum, wo auch Alarm gekommen wäre. Und vielleicht hätte es mehr Sinn gemacht, das zu riskieren, weil er nicht so viel gekommen wäre, und dann hätten wir aber genug Muni gehabt, um das jetzt zu überleben, weißt du? Ja, stimmt schon. Von der Logik. Einfach mehr mit der Information arbeiten, wo was ist, damit wir mehr planen können. Das ist mein Vorschlag. Oh, das ist schon riesig, die Karte da. Ja, es wird halt auch immer schwerer. Ich gehe gerade mal aufs Klo. Würdet ihr wirklich die Pistole empfehlen? Ich mag sie nicht, aber ist okay. Ist trotzdem besser als alle anderen. Ja? Dann nehme ich sie mal. Also ich mag sie. Ich mach schon mal an, ich bin gleich wieder da. Alex, du magst die Pistole auch? Das geht. Dann nimm doch eine andere, wenn es dir nicht gefällt. Also für mich ist die Pistole eigentlich so mit das stärkste Hauptwaffe. Aber weil du viel triffst, du hast viel Munition. Du hast halt auch keinen Rückstoß. Oder wenig Rückstoß. Oder was meinst du, Herr Fleischwurst? Fleischwurst ist tot. Budi, Lamborghini. Was heißt denn Toggle Gear? Was ist denn die Y-Taste? So mit Toggle Gear. Ja. Oh Mann, ey. Scheiß schweres Spiel. Ist der Husten AFK? Nicht der Husten. Der Schinken? Sind alle AFK? Hallo? Nö. Jetzt sind alle total down. Schinken redet nicht mehr mit uns. Sorry, ich bin gerade nebenbei Netflix. Was gibt's?
Alter, du guckst nebenbei auf Netflix, während wir hier um zu leben. Nein, nee, wir haben den Pausen. Was für Pausen? Wenn wir in der Lobby sind, dann dauert es immer, weil ich mich so ready mache. Ich konnte so 5 Minuten lang Netflix gucken dabei. Also nach der Runde bin ich auf jeden Fall im Arsch. Glaube ich dir. Komm jetzt. Und Schinken hat's verkackt. Ich hab's. Ja, ich hab's ja lieb. Alex ist weggerannt, hat's damit auch verkackt. Das Problem war einfach wirklich, der Alarm war halt noch da. Wenn wir den Alarm abgeschaltet hätten, hätte es vielleicht noch eine reelle Chance gegeben, aber so. Ja, wäre eine gewisse Person nicht weggerannt. 3% Leben hätte ich sterben gehen können, auch da direkt. Mit 3% Leben hättest du so ein Ding machen können. So ein Ding noch. Drei Dinger machen. Eins. Dann hättest du dich töten können. Die restlichen 20 Viecher hätte ich auch alleine geschafft. Oh, ist wieder eine Box gespawnt, sehr schön. Kellena. Ich will jetzt wissen, was ist Toggle Gear? Togo. Toll. Ich gedacht, damit würden wir jetzt voll den geilen Skill entdecken. Der wie hieß diese Wix-Sendung, wo man nie was nachmachen kann? Art Attack. Weißer Bastelkleber. Hat man alles zu Hause. Warum laufen wir eigentlich immer hier rechts lang? Wir laufen jetzt mal hier links lang und einfach oben über diese Kacke einmal quer durch. Stimmt eigentlich. René. Das ist mir lustig. Ich fand's geil, das Ding hat geleuchtet, aber es hat René gerade nicht beachtet. Und dann sind so einfach 20 Geräusche, die so sagen, du willst hier weg. Sometimes wish I were an angel. Sometimes I get feeling. Back to retard. Alter, den ganzen Körper weggefickt. Wo sind so Zähne? Lukas steht auf die Kelly Family. Er hat nur einen Hoden. Der Dings hat so erzählt, der beim Podcast mit Böhmermann, der Olli Schulz hat so gesagt, er hatte einen Sportlehrer und er hatte immer viel zu enge und zu kurze Sporthosen an, dieser Sportlehrer, und da ist immer ein Ei rausgehangen. Das ist der. Ich habe einen Button in meinem Hut. Bei mir steht immer noch Enter Security Scan to stop. Ja, das ist bei mir auch so. Oh ja, das. Hab ich nicht, musst du bis zum nächsten Security Scan warten. Ist einfach wie so Tick, Trick und Track nebeneinander hergelaufen. Licht aus. einer direkt vorne, sonst sehe ich ja nicht viel. Ich mag diesen Raum nicht. Hier links. Das Problem ist, ich sehe wieder keinen Tuttle. Das heißt, der Tuttle ist wahrscheinlich wieder im nächsten Raum. Und im nächsten Raum ist Tuttle weitaus schlimmer. Hau ihn kaputt! So ein Feuerball, Junge! Bam! Kommt rein, ich zeig euch meine Brusthaare. wir sind die Kabelgesellschaft. Irgendwas angelockt. Irgendwas sagt mir... Luca. Was? Oh, das sind mehrere. Komm zurück. Nicht zurück, sonst weg mit den anderen. Stimmt. Nicht zurückkommen. Genau. MVP Sentry. Nice. Also die Viecher reagieren überhaupt nicht, solange sie in einem anderen Raum ist. Yellow. Zone 20, ey. Was ein Wunder. Auf
Fuck, ich kann echt keine Steuerung mehr drücken, oder dass mein linker Finger sich anfühlt, als würde jetzt gleich zerbrechen. Ich sehe. Mach doch Toggle. Kein Toggle. Schinkelus. Was? Toggle doch dein Crouchen. Hab ich schon. Dann brauchst du doch nicht mehr drücken. Also, ja, doch, weil ich immer wechsle. Ja, selbst schuld. Mein T-Bank halt nicht. Wollt ihr nicht eure Sentries erstmal platzieren? Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Ist ein Tattel da? Wir haben keinen Tattel hier. Doch, wir haben Tattel hier. Aber wieder der Tattel ist hinten bei der großen Tür. PC, ich weiß. Weiß, dass man doch kein Schinken Leid. Schinken, bleib doch mal stehen. Ach so. Kann ich dir nicht geben. Sag doch mal. Wie viel hat dein Sentry? Mein Sentry habe ich schon deployed und das hat 50% gehabt. Also deswegen kann ich nichts geben. Dann bin ich schon gerade Sentry 0. So. Monsieur Alexa? Nein, ich sagte nicht Alexa. Doch, du hast ein A gesagt. Du hast Monsieur Alexa gesagt. Du hast noch genug. Oh. Alex? Also wir haben unten noch ein paar und halt noch Tattel dazu. Ich habe eine Formgranate für Tattel. Und das läuft wir einer. Die Viecher unten loswerden. Ja, Tattel. Hey. Ach, Tattel läuft, okay. Tattel ist der läuft. Kann jemand markieren? Ja, Luca, aber er macht's. Würde jetzt Luca bei EA arbeiten, würde er für jedes Mal scannen 5 Euro DLC-Gebühren nehmen. Ich brauche hier unten jemanden, hier unten sind zwei Stück recht nah aneinander. Ja, Achtung. Oh oh. Er kommt zu mir. Ja, ich bin beim Hinteren. Warten. Okay, aufladen. Und loslassen. Lebt noch. Aber ist gleich tot. Nichts geweckt. Alles nee. Gut. Nee. Wenn jetzt geradeaus in der Mitte weitergeht, ist links sitzt einer an einem Tank und rechts hier hinter dem Ding, wo ich bin, sitzt auch einer hinten dran. Tattel ist tot? Schinken, nimmst den hinteren. Wenn ich den komme, ja. Und da sind zwei bei mir. Muss hier unten, unter mir. So, sag mal, wenn du soweit bist. Bin bereit, aufladen. Loslassen. Gut, gut. Hier sind noch zwei Stück bei mir. Ja, ich gehe auf die rechte Seite lang. Muss warten. Kann ich den rechten einfach töten oder brauche ich deine Absprache? Kannst du, glaube ich, einfach töten. Der andere ist weiter weg. Tadel ist jetzt rum. Du hast da markiert, du hast die Shit bekommen. Shit. Ich hab nicht gemerkt, dass er unten ist. Hab ich gerade gesagt. Ja, aber dann war er schon bei mir. Da war schon den Tag bei mir. So, ich habe. Es war halt auch sehr ungünstig, weil ich gerade zwischen drei Stück stand. Gut. Das war's. Gut. Nee, da kommt noch was. Oh shit, ich bin tot hier oben. Ich würde sagen, kommen keine? Doch, hier ich kann... die vorne kommen so. Versuch dich. Ah ne, kann ich nicht. Nicht die Tür, wenn ihr dahin geht. Die Tür offen lassen.
So, ich hol dich. Brauchen wir später, falls wir den Schlüssel kriegen. Was sagt denn Scanner? Nix. Da vorne ist noch einer. Kannst du kurz stehen bleiben, Luca? Beweg dich mal nicht. Beweg dich mal nicht. Was ist denn dein scheiß Problem? Krass, ich sehe deinen Scanner auch bewegen. Der lebt noch. Okay. Ich wollte gucken, wenn ich neben dir stehe, ob ich auf den Scanner gucken kann. Ah ja. Sentry immer noch so platzieren? Ja, oder? Gar keine Sentries, brauchen wir jetzt nicht. Keine Sentries. Doch, wir müssen auch jetzt einen Alarm machen. Stimmt. Welche Zone müssen wir in Zone 20? Hier ist Zone 22 und 23. Wir lassen ja, da geht's doch in der Zone 20. Leute. Wir müssen doch den Schlüssel holen. René, da hinten geht's doch zu dem Schlüssel, der uns zur Zone 20 bringt. Habt ihr nach dem Schlüssel gesucht? Ja, natürlich habe ich nach dem Schlüssel gesucht, René. Das ist das ist wo? Zone 20. In Zone... 22 meine ich, 22. Ja. Und das ist wieder der ganze hinten am Arsch der Welt, wo wir vorhin waren. So, dennoch würde ich sagen, keine Sentry hier hinstellen, weil hier hatten wir die wenigsten Probleme bisher. Oh. Und da unten ist noch eine Truhe. Die... Ich glaube auch morgen. Ja, das sagst du hin, ja. Nö, alles gut. Okay. Dann starten wir. Ach ja, also los. Kein Mal Leben mehr, ey. Sagt, wie ich's halt. Alle stellen sich rein, denken, oh, mach ich irgendjemand anders. Security ist gerne so erbärmlich, ich find's geil. Kann man irgendwie die Waffenschussart ändern? Dass man Einzelschuss hat oder so? Die Waffenschussart. Nö, aber du kannst mit der Maus einzeln drücken. So, ich habe keine Muni mehr in die Shotgun. Ich habe noch Puzzle. Ich renn wieder mal rein. Ja, ich hab doch eh 20% Leben noch. Ja, ich hab dir aber gerade Schuss abgegeben. So, okay. 30% noch bei meiner Pistole, ansonsten bin ich schon leer. 27% Pistole, 54% Schuss. Ich krieg AIDS, wäre ich auch nur in den Raum betreten. Rechts, 3 Stück. Oh, das hört sich nicht gut an. Soll ich den hier töten oder abwarten? In der Mitte sehe ich, sehe alleine hier schon 9 Stück, wenn ich diesen Weg runter gucke. Ja. Und das Problem ist, wenn wir den hier, wo ich gerade bin, töten, fällt er sehr wahrscheinlich runter und weg dann die an der Treppe. Keiner wach geworden. Warten, dann lassen wir den stehen. Die sind viel zu nah aneinander gespawnt. Könnten noch einfach durchschleichen. Da durchschleichen. Dauert halt lang. Also wir haben auf jeden Fall eine Treppe 3 direkt nebeneinander auf der linken Seite. Das sind 3 Stück. Ja. Und die anderen drumherum werden es auf jeden Fall mitkriegen, wenn wir sie kaputt machen. Ich kann auch hier warten und ihr macht es und sagt Bescheid, wenn ihr wieder da seid. Ich wäre dafür, wir platzieren unsere Sentries, versuchen so weit zu kommen wie möglich und wenn es schief läuft, rennen wir raus. Nein. Ich würde sagen, es wäre erstmal schön, wenn wir. Einer bleibt hier oben bei dem, wo ihr gerade steht. Und wir zu dritt versammeln uns hier in dieser Gruppe. Okay, ich bleib bei dem hier. Ich bin hier beim unteren. An welchen soll ich noch gehen? Geh du mal in die Mitte und Luca geht in den oberen.
Oder soll ich in die Mitte, Alex? Nee, ich geh. Wart nur ab. Ich muss hier. Sag Bescheid, wenn ihr in Reichweite seid. Warten. Alter, Scheiße. Okay. Aufladen. Ich bin ready. Ich zähl runter auf Go. Hauen wir drauf. 3, 2, 1, Go. Sehr gut. Niemand wach, aber er rollt eine Runde, Achtung. Das ist scheißegal. Nee, das hat vorne nämlich einen geweckt. Nein, das ist, wenn der gerade in seiner Höchstphase ist beim Wachsein da. Und dann jemand neben ihm geschlagen wird, dann wachen die auf. Da oben war ja auch noch einer neben der Leiter, ja, ne? Will jemand den an der Leiter schnell holen? Ja, ich geh mal hin. Ich beweg mich schon mal langsam zu den in der Mitte von den Leitern. Bei denen unter den Leitern, also bei den Leitern, das sind auch 3 Stück nebeneinander, müssen wir glaube ich auch noch einen machen. Unten ist ganz unten ist nochmal einer. Da ist schon da dran. Tor für Borussia Dortmund. 1-0. Gegen? Leipzig. Leipzig. Luca. Bitte? Du kannst loslegen. Okay. Okay, ist down. So, jetzt kommst du langsam wieder zurück. René, wir brauchen dich hier noch. Ich bin auf dem Weg schon. Müsst ihr den unteren oder so? Ja, unteren. Oh, jetzt links auch noch einer. Ja, mach den erstmal zuerst, den linken. Der ist easy. Wir warten hier oben erstmal entspannt. Du hast das auch. Komm zurück, stell die Sentries auf. Und dann hier an der Tür verteidigen. Stell dich neben die Türen, damit ihr nicht abgeschossen werdet. Schinken nicht vor mich laufen. Großen ist viele. Deswegen bleibt an den Seiten. Lass ja, die geht an den Seiten und versuchen zu schießen. Schinken, du, ich hab dich jetzt schon 3-mal angeschossen. Wir müssen uns was absprechen. Sauber. Ja, aber dafür sind unsere Sonne komplett leer jetzt. Nee, meins nicht. Gut. Oh hey, dafür ist hier jetzt alles leer. Nee, hier sind noch welche. Oder die sind aus dem Nebenraum wahrscheinlich. Also der Raum hier ist wieder leer, wie eben auch. Dann gehen wir rein. Hier ist eine Frontgranate. Ammo-Pack für 2 Uses. Wollte ich. Also ich habe noch 19% bei der Pistol, sonst habe ich nichts mehr. Alex, du noch? Wie schaut's bei euch aus? Ich bräuchte bald mal ein Ammo-Pack, aber es geht gerade. Ich habe 15% Pistole, 54% Combat Shotgun. Ich habe 50-50. Okay, also ich brauche am wenigsten. Ich guck mal, wer braucht eine Maske. Also ich habe 31% Pistol, 0%. Drück einfach Tab, dass ich. Also aktuell bräuchte, glaube ich, Alex mehr, ja, wegen der Machine Gun. Das war schluckt halt Alex, das von mir gut. Ich habe ein 2-Refill-Pack hier. Das ist gut. Schenkt man nicht. Ja. Hab ich mit. Sonst ist hier, glaube ich, kein Schrank mehr in dem Raum. Okay. Das war aber. Ja, genau. Hier sind Thaddäus im Raum. Ja. Ein Tadel. Geil. Markier ihn mal, Luca. Der ist zu weit weg. Der ist am anderen Ende. Das hab ich auf jeden Fall gehört. Ja, der ist in der Nähe von der linken Tür. Das ist, glaube ich, auch die, wo wir hin müssen. Ne, wir müssen zur rechten. Raum so gut es geht klären. Ne, müssen diesmal nicht zur rechten. Da unten, er läuft unten. Oh,
Ach so ein Tattel. Boah, dass sie davon nicht wach wurden. Boah. Wir müssen diesmal zur Tür 22, nicht zur 23. Das ist, glaube ich, die auf der linken Seite, oder? Kannst du ihn jetzt markieren? Ist schon markiert. Also, schon markiert. Für jetzt hoch soll das ausschauen. Ich hab eine Formgranate, also wir könnten ihn einfrieren. Ich habe auch eine Formgranate. Okay, dann sobald die Tentakel drin sind, einfrieren lassen. Aber ich kann jetzt noch nicht machen. Erstmal die anderen. Boah, ich schaue mir gleich einen Hanuta ein. Er lebt noch. Nicht mehr. Weiß ich nicht, die hat eine Nachricht bekommen. Jetzt dürfte es, glaube ich, noch Tattel sein. Nee, oben auf der Brücke ist noch einer hier beim Schrank. Das ist meistens, wenn was versendet wurde, Englischen. Nicht. Hier sind zwei Stück. Ja, ich komme hoch. Genau hier, wo ich markiert habe. Ich bin direkt bei dem. Ich bin direkt bei dem. Beim Tattel. Alter. Ich stehe direkt neben dem. Ich sehe es gerade. Shit. Wir hätten mir lieber erst einen Tattel gemacht. Alter, der hat mich auch spät entdeckt erst. Ja, der entdeckt dich anscheinend immer erst, wenn die Tentakel wieder reingehen. Also quasi nicht, wenn du Tentakel berührst, sondern erst ein bisschen später. Oh, Mist. Ich wusste nicht, dass da auf einmal neben mir steht, der ist ein Scheiße. Es sind zwei Sniper auch noch, ey. Der ist tot. Gut, ich hole, ne? Oh, die kommen von hinten. Gut. Vier Stück. Plus, minus, oben. Ja, vier Stück. So gut, vier Stück. Au. Ich kann meine Burst Engine nicht platzieren, es sind alle... Shit. Hinter euch ist noch einer. Na, danke. Aber wir hatten auch diesmal echt Pech, dass wir so viele Tattel hatten. Ja, zwei Tattel ist halt schon echt ekelhaft. Au! Luca, kannst du wieder markieren? Ich markiere die ganze Zeit, Alex. Achso, ja, du warst einer. Okay. Zone 18b. Luca, kannst du bitte markieren? Wir müssen zur linken Tür. Wir müssen zur linken Tür. Medipack, ein Use. Drei Uses. Alex, komm mal her. Du kriegst Munition oder Moment, ich muss gerade gucken, wer hat am wenigsten. Ich bräuchte ja, ich habe nur 1% Pistole. Ja, alles gut. Okay, du kriegst. Ja, und Schinken kriegt Munition. Schinken kriegt auch Leben. Schaut mal kurz, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Hinten bei den Doppeltüren, wo wir vorhin gestorben sind, ne? Mhm. Ah ne, wir sind ja durch den Raum durchgesneakt, stimmt ja, okay, weil da sehe ich noch einen Schrank, der noch ungeöffnet ist. Aber da haben wir uns ja durchgesneakt, da leben ja noch die Viecher. Nö. Doch. Nö. Den allerersten Raum sind wir durchgesneakt. Den allerersten Raum sind wir durchgesneakt. Das ist nicht der erste Raum. Schrank. Das hier ist der erste Raum. Ne, ich meine der, wo im Untergrund ganz viele Viecher sind. Achso, ja. Also, wenn ich das richtig sehe, ist die Keycard schon hier vorne links was da liegt. In dem Raum. Es kommt eh wieder Alarm. Hier in dem Raum sind 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist noch eine Formgranate. Die würde ich, glaube ich, gleich mal so platzieren. Weil die Viecher werden wahrscheinlich von der Seite hier kommen.
Ich will die Sentries weiter vorne, glaube ich, platzieren, weil die werden definitiv von der Seite hier kommen. Ja, von da kann nichts kommen, weil da eine feste Tür ist, die kann nicht aufgehen. Alter. 42, 42, 25. Also okay, dann let's go. Bereit? Nee. Ja. Man ist nie bereit für die Scheiße hier. Sometimes. In the eyes of the angel. Ah, Sebanya. And I always love it's you. Ich darf singen. Wir haben schon zwei Leere. Ja, und da kommen sie auch schon. Sind schon da. Down. Ich hab immer die scheiß Arschkartenposition, ey. Ist keiner da? Ich muss nachladen. Zwei, glaube ich, noch zwei Positionen. Warum halten die manchmal nichts so viel aus? Okay, unlocked. Nice. Die Tür ist aber auch echt kacke. Die andere ist viel besser von der Position her. Können sie viel besser verteidigen. Au. Och. Nicht dein Ernst. War das ein großer oder warum hab ich mit einem Schlag tot? Nee, ich hab mich umgedreht, weil ich von hinten angeschossen wurde und dann warst du das. Hä? Ich hab dich gerade erschossen. So. Weil irgendein Vieh an dir vorbeigerannt ist zu mir. Ich brauch auch keine Munition. Das ist der einzige, der noch da ist. Ansonsten rennst du halt erstmal ein bisschen weit weg. Ja. Und versuch dann, dass du dein Leben auflädst. Oh, von hinten kam einer. Fuck! Heute will's nicht sein. Ja, dann lassen wir's jetzt.